herzlichen Dank und herzlich willkommen, liebe Zeitgeistfreundinnen und Zeitgeistfreunde. Wie ihr mitbekommen habt, bin ich jetzt seit einiger Zeit beurlaubt, suspendiert. Kaum, dass ich eine politische Partei gegründet habe, versucht man mich zu bekämpfen. Aber das ist halt das alte Paradigma im alten System, damit können wir umgehen. Und wir können damit wertschätzend und liebevoll umgehen. Wir kämpfen nicht zurück, ne? Sondern wir nehmen das immer als Gelegenheit zu lernen, also einen Lernprozess zu vollziehen. Für uns und für die, die sich noch als unsere Gegner sehen. Für mich ist das ein Riesenvorteil, weil ich jetzt natürlich wesentlich mehr Zeit habe, Dinge zu tun, die mir immer schon ein Anliegen waren und wichtig sind. Unter anderem auch Vorträge wie diesen zu halten, aber auch neben der politischen Partei auch die Softwareentwicklung voranzutreiben, die Kommunikation, die Psychologennetzwerke zu formen, eine Nachhaltigkeitsuniversität zu gründen und noch vieles andere. Also ist es wirklich viel zu tun und wir kommen gut voran. Mein heutiger Vortrag, den ich hier halten möchte, beschäftigt sich nur sehr am Rande mit dem Geldsystem. Also das, was ihr normalerweise von mir hört, ist jetzt nicht der ganz springende Punkt, sondern, wie es ja zum Motto von Zeitgeist passt, es geht um die neue, selbstorganisierte, ressourcenbasierte Gesellschaft. Und das Markenzeichen, das ihr da seht, ist der durchgestrichene Professorentitel. Ich habe ja für mich selbst schon entschieden, nicht mehr an die WU zurückzukehren. Also in so einem Umfeld kann man ja nicht sinnvoll arbeiten, da machen wir uns lieber eine neue Bildungsinstitution, die wirklich dem Paragraph 1 des Universitätsgesetzes entspricht, nämlich neues Wissen für die gesamte Gesellschaft entwickelt. In diesen Bildungsinstitutionen, die wir heute haben, da werden einfach nur private Geschäftsmodelle einzelner Professoren umgesetzt. Die verdienen also ihr Geld mit großteils wissenschaftlich widerlegten Methoden und ziehen die jungen Studierenden als billige Hilfskräfte heran. Das ist etwas brutal, aber man muss es genauso aussprechen. Auch die jungen wissenschaftlichen Mitarbeiter kriegen nur noch 4 Jahresverträge und sind dafür extrem unterbezahlt. Das ist das alte Spiel der Verknappung, das ihr ja gerade als Zeitgeist-Fans kennen werdet. Man verknappt das Geld, damit sich die in der Privatwirtschaft, damit sie einen vernünftigen Lebensstandard finanzieren können, prostituieren müssen. Das ist der Punkt. Dazu werden sie gezwungen und daher können sich diese jungen Mitarbeiter, obwohl sie inhaltlich alle auf meiner Seite stehen, das gar nicht erlauben, über solche Dinge offen zu sprechen. Das ist Erpressung im 21. Jahrhundert. Und das Ganze eben in Institutionen, die eigentlich vom Staat finanziert werden, also vom Steuergeld. Wir schauen aber nicht in die Vergangenheit und schon gar nicht mit schlechten Gefühlen, ne, sondern in die Zukunft. Die selbstorganisierte, ressourcenbasierte Gesellschaft, in die kommen wir sehr schnell hinein, das ist kein Problem. Wir brauchen dazu allerdings ein paar Rüstwerkzeuge. Ich habe immer die Wirtschafts- und die Rechtswissenschaften als Pseudowissenschaften kritisiert, und zwar aus einem ganz bestimmten Punkt, die behaupten von sich selbst normative Wissenschaften zu sein. Normativ bedeutet, eine Gruppe von Personen denkt sich Regeln aus und der Rest der Gesellschaft soll sich an diese Regeln halten. Darin kann ich keine wissenschaftliche Handlung erkennen. Das ist keine Wissenschaft. Also Ausdenken von Regeln, damit andere sie befolgen, ist ein Machtspiel, dient dem Machterhalt und hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Daher sind Rechts- und Wirtschaftswissenschaften auch keine Wissenschaften. Die Thesen, die dort aufgestellt werden, sind nicht falsifizierbar im Sinne von Popper. Sie arbeiten nicht empirisch. Ja? Und das ist auch ein wesentliches Kriterium, ob man von Wissenschaftlichkeit sprechen kann oder nicht. Also normative Wissenschaften sind für mich ein Missbrauch von Wissenschaft. Daher werden wir für die neue Gesellschaft Philosophie verwenden, Psychologie, Technologie und noch andere Methoden, aber sicher nicht das, was man heute als Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften bezeichnet. Wir werden dann im fortschreitenden Vortrag auch genau erkennen, warum wir diese Pseudowissenschaften nicht mehr brauchen werden. Was brauchen wir? Wir benötigen eine Kreislaufwirtschaft. Das kennt man heute schon als Cradle to Cradle, C2C, denn in der Natur gibt es keine Abfälle. Abfall oder Müll ist eine Erfindung des Menschen. In der Natur gibt es immer nur Nährstoffe. Alles, was bei einem Organismus übrig bleibt, dient anderen Organismen wieder als Input. Mit ein bisschen Überlegung, mit ein bisschen Zeit und guten Willen könnten wir das technologisch heute sofort umsetzen, aber wir sind dann schon beim nächsten Schritt, nicht unter den Rahmenbedingungen der Konkurrenz. Nachdenken, das Entwickeln neuer Ideen, das wirkliche Umsetzen von Kreativität benötigt nämlich Zeit
und es benötigt Ressourcen. Zumindest müssen die Menschen, die jetzt ein paar Jahre nachdenken, ihren Lebensstandard gesichert erhalten, und dazu ist niemand bereit, das heute zu finanzieren. Weder die Privatwirtschaft noch der Staat, ja, alle behaupten, sich das nicht leisten zu können. Warum? Weil die Banken ihre Zahlen in den Computern knapp machen. Ja, weil sie ihre Zahlen verknappen. Das ist in letzter Konsequenz die Ultima Ratio. Knappheit auf der symbolischen Ebene, obwohl wir auf der Ressourcenebene in Wirklichkeit im Überfluss leben könnten. Wir brauchen dazu auch Wissensweitergabe und Transparenz. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir kooperieren, um das Wissen weiterzugeben. Jede gute Idee, die ein Handwerker hat, sollte er sofort auf YouTube oder woanders seinen Kollegen zur Verfügung stellen. Denn das Ergebnis wird sein, dass sie alle gemeinsam mehr leisten und weniger arbeiten müssen. Ja, ganz klar. Aber es kann nicht funktionieren, indem man es künstlich verknappt, um damit die Preise zu erhöhen. Und durch die erhöhten Preise, nur durch diese, ist er in der Lage, einen Gewinn zu erzielen. Solange wir also das Gewinnprinzip aufrechterhalten, kann das nicht funktionieren. Und wer sich ein bisschen informiert und schlau macht, Fredmund Malik zum Beispiel, berühmter Wirtschaftswissenschaftler aus der Schweiz, hat jetzt auch vor kurzem erst gemeint, das Gewinnprinzip ist nicht mehr durchhaltbar. Ja, wir müssen uns vom Prinzip der Gewinnerzielung in der Wirtschaft endgültig verabschieden. Das kann kein Prinzip mehr sein. Wir benötigen für Bildungsinstitutionen, also für alle Zentren, in denen neues Wissen erzeugt wird, vor allem auch öffentliche Kontrolle. Das wäre der Open Science Ansatz, ja, also demokratische Wissenschaft. Das setzt aber eine gebildete Bevölkerung voraus. Das setzt voraus, dass die Bevölkerung zumindest so weit gebildet ist, dass sie erkennen kann, ob die Ergebnisse der Forschung für die Bevölkerung nützlich oder schädlich sind. Dieses Niveau, diesen Wissensstand muss die Durchschnittsbevölkerung aufbringen. Daher ist es ganz, ganz wichtig, so schnell wie möglich das Bildungsniveau der Bevölkerung anzuheben. Und das geht nicht nur über Wissen, über Faktenwissen, das geht insbesondere auch über Psychologie und Kommunikationsfähigkeiten. Die Menschen dürfen sich, wenn sie zum Beispiel unterschiedlicher politischer Meinung sind, ja, am Biertisch nicht mehr in die Gurgel gehen, ja, und nicht mehr die Bierkrühe durch den Raum schmeißen. Ne? Etwas farbig dargestellt. Dann kommen wir, wenn wir diese Fähigkeiten haben, nämlich im nächsten Schritt zum sozialen Konstruktivismus. Wir erschaffen ja die Wirklichkeit immer selber. Das ist psychologisch auf der Individualebene längst anerkannt. Der subjektive Konstruktivismus, durch unsere Wahrnehmung entsteht die subjektive Wirklichkeit. Das gilt aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Das beginnt schon auf der Ebene einer Partnerschaft. Ja, mit jeder Beziehung, wo Sie mit einem Partner in einer Beziehung sind, erzeugen Sie auf dieser Partnerschaftsebene Ihre eigene Realität. Warum? Weil Sie, das beginnt schon in einem Gespräch, einen bestimmten Begriff, eine gemeinsame Bedeutung zuordnen. Ja? Also wer schon länger in einer Partnerschaft lebt, nicht? Wenn man, also der Klassiker ist unser Lied, nicht? Wir hören unser Lied. Ne? Ja, warum ist es unser Lied? Weil hat es irgendein Ereignis gegeben. Ja? Vor dem Lied, nach dem Lied oder dazwischen. Ja? Und das ist ein gemeinsamer Anker. Und daher kommt die gemeinsame Bedeutung her. Das geht aber auch über Begriffe. Das geht über geografische Orte. Das geht über Jahreszahlen. Nicht? Und das ist eine gemeinsame Geschichte mit gemeinsamer Bedeutung, die hier konstruiert wird, teilweise gezielt, teilweise auch unbeabsichtigt, aber sie entsteht und sie gibt Bedeutung. Ja? Und damit entsteht ein Bedeutungsraum, der einem scheinbare Grenzen auch wieder des Handelns auferlegt. Und das ist sehr wichtig, dass wir diese Spielregeln kennen, damit wir uns darin zurechtfinden können. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann werden wir mit Niklas Luhmann die Gesellschaft als nicht einzelnen aus Personen bestehend, sondern aus Kommunikationen bestehend begreifen. Das ist ein Riesenfortschritt. Eine soziale Gruppe als aus einzelnen Individuen bestehend zu bezeichnen, hat nämlich einen Nachteil, das ist Atomismus. Da kommt dann immer das merkwürdige Argument, was machen wir, wenn diese Menschen unterschiedlicher Meinung sind? Na, dann fällt die Gruppe auseinander oder was passiert dann? Wenn ich mich aber auf die Beziehungen verlassen kann, ich sage, das sind stabile Kommunikationsbeziehungen, dann werden diese Menschen, wenn sie intelligent genug sind, diese Beziehungen aufrechterhalten und ich muss mich nicht darum kümmern, was passiert im allfällig in einem Konfliktfall. Wir kommen dann da unten noch zu Lösungsmöglichkeiten. Geschäftsbeziehungen zum Beispiel bleiben ja nur aufrecht, auch private Beziehungen, wenn Vertrauen herrscht. Und Vertrauen ist nämlich das, was momentan wirklich knapp ist in unserer Gesellschaft. Vertrauen wird radikal verknappt. Wem kann man denn noch vertrauen? In einer Geschäftsbeziehung haben wir folgende Situation: Ob eine Strategie in einem Unternehmen erfolgreich ist oder nicht, hängt in Wirklichkeit von der darunterliegenden
Informationsinfrastruktur habe, solange ich eine Informationsinsel bilden kann, also Betriebsgeheimnisse wirklich geheim bleiben, solange kann ich die Strategie der Konkurrenz und der Informationsasymmetrie fahren erfolgreich. Wenn ich ein Händler bin und ich kaufe bei A billig ein und verkaufe an den B später teurer, geht das nur, solange A und B sich nicht wirklich kennen, weil dann, wenn sie das tun, bin ich außen vor, sie brauchen mich dann nicht mehr. Ganz klar. Wenn wir aber jetzt sehen, dass diese Informationsinseln aufbrechen und ein globales Netzwerk rund um den Globus entsteht, dann sehen wir, dass aus diesem Grund Informationsasymmetrie, ja, und Konkurrenz nicht mehr funktionieren können. Daher müssen wir einfach im Kopf einen Schalter umlegen und wir gehen in Kooperation und in Transparenz. Ja. Wenn das gesamte Informationsnetz um den Erdball geschlossen wird, dann können wir nur noch in Form von Kooperation und Transparenz zusammenarbeiten. Dann macht Konkurrenz und Übervorteilung durch Informationsvorsprung, Informationsasymmetrie keinen Sinn mehr. Die Bevölkerung selbst wäre vom Instinkt und vom Gefühl her darauf eigentlich bestens vorbereitet. Aber unsere Akademiker werden in den Bildungsinstitutionen noch verbildet. Warum? Weil Informationsasymmetrie ein legitimes Geschäftsmodell ist. Nicht? Wenn Sie Wirtschaftswissenschaften studiert haben, Betriebswirtschaftslehre oder sowas, kennen Sie den Begriff. Und Informationsasymmetrie ist dort positiv besetzt. Wenn ich mehr weiß als ein Konkurrent, dann kann ich diesen Vorsprung ausnützen und mache daraus Gewinn, also ist etwas Gutes. Die Bevölkerung nennt aber den gleichen Zusammenhang Betrug, ja, und hat es negativ konnotiert, ja, also mit negativen moralischen Gefühlen bewertet. Und was heißt das? Das heißt, dass hier zwei unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen existieren, die denselben Sachverhalt verschieden benennen mit unterschiedlichen moralischen Wertungen. Das darf so nicht sein. Ja. Wir müssen hier einen gesellschaftlichen Konsens herbeiführen, was wirklich das Bessere ist. Und wie gesagt, in einer global vernetzten Welt, wo wir fast im selben Zeitpunkt, an jedem Punkt die gleichen Informationen haben, kann es nur noch Kooperation sein und Transparenz und nicht mehr Konkurrenz und Informationsasymmetrie. Whistleblower zum Beispiel. Nicht? Wenn die Mitarbeiter im eigenen Unternehmen auf einmal aufstehen und sagen, das ist unfair, nicht? Dass sie dem so wenig bezahlen und sich von dem so viel bezahlen lassen, dann brechen natürlich ganze Geschäftsmodelle zusammen. Was glaubt ihr bitte, was sich momentan in den Banken abspielt? Wo die Mitarbeiter langsam begreifen, ja, wie das Geldsystem funktioniert und wie ihre Produkte aus Sicht der Kunden nämlich ausschauen. Also wenn jetzt zwei Meinungen gegeneinander stehen, und zwei Menschen, ja, Meinung A gegen Meinung B, dann ist die wichtigste Lösung, es wird weder A noch B umgesetzt. Weder A noch B. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss der Vertreter der Meinung A seine Gründe, warum er A haben will, aufschreiben und die Gründe, warum er B nicht haben will. Der Vertreter der Meinung B die Gründe für B und die Gründe, die aus seiner Meinung gegen A sprechen. Und mit diesen Gründen müssen sie sich treffen, ja, da rühren sie heftig um und konstruieren aus diesen Gründen für A gegen A, für B gegen B etwas völlig Neues, nämlich ein C. Und dieses C haben sie aus den zugrunde liegenden Bausteinen völlig neu geschaffen. Das ist ganz logisch, nicht? Schon Einstein hat gesagt, man kann ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Wir müssen es zerlegen in kleinere Bausteine und daraus etwas Neues machen. Co-Konstruktion, Dekonstruktion und Co-Konstruktion, das ist der richtige Vorgang. Es gibt ein kleines Beispiel, das ich da immer gerne bringe, damit das anschaulich wird. Stellt euch vor, zwei Kinder spielen mit einem Lego-Baukasten. Ja, der eine baut ein halbes Schiff, der andere ein halbes Flugzeug, dann gibt es keine Bausteine mehr und dann fangen sie zu streiten an. Ne? Klassischerweise als Elternteil verhält man sich wie folgt, man geht dorthin und sagt zum Älteren, na lass doch den Jüngeren. Ne? Also eigentlich völlig ungerecht, was kann der Ältere dafür, dass er älter ist. Ne? Aber die Idee kommt einem halt, ne? Der Jüngere soll, weil er halt jünger ist. Oder, das gibt es dann auch immer wieder, einer verliert die Geduld von diesen Kindern und boxt den anderen, nicht? Dann ist der böse, ne? Sagt er, und weil du das jetzt gemacht hast, lass du jetzt den anderen fertig bauen. Ne? Auch da irgendwie schreitet man autoritär ein. Das ist beides nicht sehr sinnvoll, weil die Kinder nicht wirklich etwas lernen. Die lernen in Wahrheit nur, dass sich die Macht durchsetzt. Und dann werden sie natürlich im nächsten Schritt immer versuchen, mächtiger zu werden, damit sie sich selber durchsetzen können. Das ist alles, was sie dann lernen. Sinnvoll wäre, die Gründe zu hinterfragen. Zu fragen, warum willst du ein Schiff bauen? Ich will etwas bauen, was auf dem Wasser fährt. Warum willst du ein Flugzeug bauen? Ich will etwas bauen, was fliegen kann. Und dann kann man ihnen erklären, dann zerlegt ein halbes Schiff, du zerlegst ein halbes Flugzeug und dann baut gemeinsam ein Wasserflugzeug.
das fährt auf dem Wasser und das kann fliegen. Und dann habt ihr beide eure positive Motivation, könnt zusammenarbeiten, auch die Bausteine gehen sich dann aus. Ne? Und das ist eigentlich die ganz vernünftige, logische Vorgangsweise. Wir müssen uns immer nur überlegen, wo kommen denn die Motive her? Ja, was wollen die Leute wirklich? Und da müssen wir sie in die Lage versetzen, dieses Problem so lange umzudrehen, bis sie im Problem selbst eine Lösung entdecken. Ja, weil das Problem kommt nie von außen. Das Problem ist immer Teil der Lösung. Wir müssen nur das Problem so lange drehen können, bis wir es als Lösung erkennen. Ja, das ist auch eine ganz andere Philosophie als die klassische, wo man quasi eine Blaupause von einem ähnlichen Problem immer wieder auf andere Probleme drüber stülpt, wo sie dann gar nicht mehr passend ist. Also die Dekonstruktion und Co-Konstruktion. Wir brauchen also Philosophie, neue Begriffe und neue Denkmuster für eine neue Gesellschaft, Psychologie, neue Wahrnehmung und neues Bewusstsein. Und das ist ganz aufregend. Warum? Ich bin ja über 25 Jahre lang im Hörsaal gestanden. Ne? Und mir passieren also immer lustigere Dinge jetzt in letzter Zeit. Es ist wirklich abenteuerlich, was da jetzt abgeht, 2012 und so. Neues Bewusstsein. Immer wenn ich im Hörsaal vorgetragen habe, haben mich die Studierenden ganz begeistert angeschaut und immer so mit dem Kopf genickt. Nicht? Und ich war in der Überzeugung, ich bin ein toller Vortrager. Ja? Die verstehen alles, was ich sage. Ja? Ich mache das so klar und verständlich. Seit ich jetzt weniger im Hörsaal stehe, ja, sondern eher auch in Einzelgesprächen, ja, also mit meinen Freunden und Mitstreitern, die teilweise auch Studierende sind, die einfach das Studium abgebrochen haben und sagen, den Beruf gibt es nicht mehr, ja, ich will sie oder dich unterstützen. Und wenn ich mit denen jetzt in vier Augen genauso Gespräche führe wie früher im Hörsaal, dann schauen sie mich manchmal ganz interessiert an und sagen, ach, ich habe überhaupt nicht verstanden, was du jetzt gesagt hast. Und das ist neu. Das ist für mich echt neu. Und mittlerweile ist für mich ein Weltbild zusammengebrochen, weil ich habe nämlich Folgendes verstanden. Wenn in einem Hörsaal oder auch so wie hier die Leute einfach mit dem Kopf nicken, machen sie das auch, wenn sie gar nichts verstehen. Das ist genauso, wie wenn der Erste anfängt zu gähnen, ja, und da gähnen alle hinterher. Das ist einfach ein sozialer Virus, ja, das springt einfach über und bedeutet nichts. Ja. Also muss ich wieder zurück an den Start, ja, und versuchen, verständlicher zu formulieren. Technologie, wir brauchen eine neue Infrastruktur von Software zu Hardware. Das ist teilweise ganz faszinierend. Wir haben im Bereich der Software viele Methoden, die wir auch in der Produktion von Hardware verwenden können. Ein kleines Beispiel. Es gibt einmal im Jahr in den Vereinigten Staaten einen Wettbewerb für die amerikanische Automobilindustrie, wo ein Automobil entwickelt werden soll, das mit einer Gallone Sprit 100 Meilen weit fährt und einen 5-Sterne-Crash-Test überlebt. Ja, und die amerikanische Automobilindustrie liefert seit Jahren immer folgende Lösung. Das ist sowas wie ein Hochgeschwindigkeitsfahrrad. Eine ganz kleine Kabine mit einer Plexiglashaube. Da liegt ein Pilot ganz eng drinnen. Hinten zwei große Räder, vorne ein kleines. Und mit dem Fahrer gerade mit einer Gallone 100 Meilen, aber Crashtest geht sie überhaupt nicht aus. Ja, nicht einmal im Ansatz. Ja, das würde in 100 Teile zerfliegen. Und das ist immer die Lösung. Ja, mehr geht halt nicht. Und da haben jetzt ein paar junge Leute Folgendes probiert, die haben jetzt einen Fabricator, ja, so eine Carbon-Karosserie, ja, herstellen lassen, eine sehr stabile, und haben das dann ins Internet gestellt als Projekt und gesagt, wir suchen Spezialisten für das Problem, für dieses, für jenes, und haben sich weltweit, global, ja, Spezialisten gemeldet und die haben jetzt ein Automobil erzeugt, mit dem sie nicht nur mit einer Gallone 100 Meilen fahren, sondern auch einen 5-Sterne-Crash-Test aushalten. Dieses Auto gibt es mittlerweile als Zweisitzer und Viersitzer und das ist jetzt in Amerika auf den Markt gekommen um $25.000 pro Stück. Muss ich mir mal vorstellen. Zusätzlich, ja, kann das betrieben werden mit Elektromotor, ja, mit Wasser, ja, mit Benzin, mit Diesel, was immer ihr wollt. Und der Umbau des Motors dauert ganze 10 Minuten, der Wechsel des Motors. Und die Änderung des Designs, des grundlegenden Designs, ja, der Karosserie, das ist etwas, was normalerweise 2 Jahre dauert in der Automobilindustrie, weil die nämlich Millionen teure Fertigungsanlagen haben, ja, und total unflexibel sind. So eine grundlegende Designänderung schaffen die in ihrem Netzwerk in 7 Tagen. Was heißt das? Das heißt, wir haben es mit einer völlig neuen Form von Produktionstechnologie zu tun, mit einem Netzwerkansatz. Ihr könnt es im Internet finden unter dem Namen wikispeed.com. Ja, Wiki wie Wiki und einfach dran Speed. Wiki kommt eigentlich vom Hawaiianischen und heißt dort auch Speed, heißt also Speed. also wikispeed.com. Wie konnten die das machen? Sie haben die Designmethoden von Software auf Hardware umgelegt.
In der Softwaretechnologie gibt es zum Beispiel Extreme Programming. Ja, zwei Programmierer arbeiten zusammen, einer programmiert, der andere überwacht ihn, ja, und gibt ihm Tipps und sagt, das würde ich anders machen, etc. Und mit diesen Methoden, mit diesen extrem ausgereiften Methoden, sind sie an die Hardware herangegangen. Das heißt, je öfter und je deutlicher wir in der Gesellschaft oder auch in unserem eigenen Leben, vor allem den eigenen Verstand, die eigene Persönlichkeit, wir als Software interpretieren, desto mehr merken wir, was alles an Änderungen möglich wird. Und deswegen mein ganz persönlicher Tipp, wenn ihr ein Problem habt, ein persönliches, ein berufliches, was auch immer, überlegt euch das Ganze mal, als wäre es Software. Ja? Was an dem Problem, was an dieser Software müsste man umprogrammieren? Ja? Oder kann man dafür ein Unterprogramm schreiben? Etc. Ja? Überlegt es aus dieser Perspektive, es ist ganz gewaltig, was man da alles verändern kann. Also Wikispeed ist der erste Ansatz von Produktions- und Versorgungsnetzwerken. Das wird der neue Prototyp, ja, der Gesellschaft sein. In der Gesellschaft werden in Zukunft einfach Menschen zusammenarbeiten, um gemeinsam das herzustellen, was sie haben wollen, aber weil sie natürlich keine Masochisten sind, auf die einfachste und effizienteste Art und Weise. Ja? Und da werden sich vor allem auch die Kunden einbringen. Das sind dann die sogenannten Prosumenten. Ja? Das heißt, diese klassische Rolle, ich will etwas nur haben, liefere aber dafür Geld. Ja? Ich weiß zwar nicht, was ich tue, ich mache es aber zuverlässig, ja, ich bin ein Mitarbeiter. Und ein anderer weiß gar nicht, was passiert, verdient aber gut daran, das ist der Eigentümer. Diese Rollen wird es nicht mehr geben, weil es ist ganz logisch, ja, dass wir das nicht brauchen können. Ja, wenn wir auf niedrigster Ebene, und zwar immer auf Augenhöhe, damit der Informationsfluss funktioniert, ja, zusammenarbeiten und das in Netzwerken, dann sind wir so überlegen als Gesellschaftsform, dass in eine andere Gesellschaft gar niemand mehr zurückgehen wird wollen. Das ist also der wesentliche Schritt und die Soziologie wird uns dazu bringen, völlig neue Kontrakte und Gesellschaftsverträge zu schließen, als wir sie heute kennen. Nicht so wie die Alten müssen von den Jungen erhalten werden. Nicht? Oder die Frau bleibt zu Hause am Herd und der Mann muss das Geld verdienen. Das ist ja alles absurd. Das sind Vorstellungen von früheren Jahrhunderten, die sind so unbrauchbar, ja, und so schädlich mittlerweile. Aber die sind in so vielen Rechtsnormen verankert, dass sie schwer änderbar sind. Deshalb ist es gut, wenn jetzt alles zusammenbricht und dann fangen wir bei Null an, alles wieder neu auf die grüne Wiese zu stellen. Das ist nämlich viel effizienter, als wenn wir versuchen, das Bestehende schrittweise zu verändern. Das geht nicht. Ja, das ist so verzahnt und ineinander, dass wir nicht weiterkommen. Danke. Kleiner Ausflug zu Geld. In der bestehenden Form werden wir das nicht mehr brauchen. Das ist uns eh schon klar. Ne? Wir brauchen eine Regel zur Verteilung von Gütern und Dienstleistungen in der Gesellschaft. Wie gerade angesprochen, die Produktion wird sich verselbstständigen. Ja, jeder macht das, was er am besten kann, was ihm die größte Freude macht. Und wir werden sehr flexibel sein. Berufe in dem Sinn, bis 15 werde ich ausgebildet und bis zur Pension mache ich immer das Gleiche, wird es nicht mehr geben. Diesen Unsinn können wir uns nicht mehr erlauben. Ja, das ist völlig schwachsinnig. Das Einzige, was diese Berufe uns gebracht haben, sind Berufskrankheiten. Ja, wenn jemand immer das Gleiche macht, ja, er degeneriert, wie sollte er denn auch, nicht? Das ist ja logisch, ne? Kein Mensch kann so funktionieren, indem er zu einem Roboter degeneriert. Also, wenn wir dann das produziert haben, was wir haben wollen, dann geht es nur noch um die Verteilung. Und die Verteilung muss natürlich nach Regeln erfolgen, die die Gesellschaft immer selbst definiert. Weil nur diesen Regeln können wir auch moralisch und geistig reifen, ne, wenn wir uns weiterentwickeln. Wie gehen wir mit kranken Menschen um? Wie gehen wir mit Menschen um, die man im heutigen System als Verbrecher bezeichnet? Und im Neuen wahrscheinlich sagen wird, das sind Menschen, die unter einer Wahnvorstellung leiden, ja, oder unter einer Illusion oder die Kommunikationsprobleme haben. Ja. Das sind Menschen, die traumatisiert sind durch bestimmte Ereignisse, die eigentlich in Wahrheit Hilfe brauchen. Oder es sind in Wirklichkeit verkannte Genies, ja, die nur komplett von der Gesellschaft ausgegrenzt sind, weil die ein Kommunikationsverhalten haben, dass sie niemanden an sich heranlassen. Ja. Dass wir die Sprache erst lernen müssen, wie wir mit ihnen umgehen. Also die Gründe, warum Menschen etwas tun, was die Gesellschaft heute nicht versteht und als Verbrechen klassifiziert, sind so vielfältig, ja, und erkundenswert, weil wir daran sehr viel lernen können, ja, dass wir mit diesen Menschen, die wir heute wegsperren und als Verbrecher bezeichnen, noch einmal sehr sorgfältig und achtsam umgehen werden, nämlich als Ressourcen, um über menschliches Verhalten mehr lernen zu können. Ganz, ganz wichtig, dass wir das als Chance begreifen, ja, die wahren Gründe des Handelns offen zu legen, um das menschliche Verhalten besser kennenzulernen. Also Produktion und Verteilung regeln wir nach anderen Spielregeln, verketten das nicht mehr über das Geldsystem, dadurch gibt es nie wieder Konjunkturzyklen. Konjunkturzyklus heißt ja nur, ein Unternehmen sperrt zu, die Mitarbeiter verlieren die Jobs und können sich dann auch von anderen Unternehmen immer weniger kaufen, dadurch kriegen die anderen Unternehmen auch
Probleme. Das wäre völlig denkunmöglich, dieser Aufschaukelungsprozess, wenn die Produktion und die Verteilung getrennt werden. Ja? Das heißt, wir dürfen nie wieder Arbeit und Lebensstandard aneinander koppeln. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn wir darüber reden, dass Korruption ein Problem in unserer Gesellschaft ist, dann müssen wir das auch ernst nehmen. Und dann geht es um die Definition von Korruption. Und Korruption heißt, für Geld zu arbeiten. Jeder, der für Geld arbeitet, ist korrupt. Wir werden im heutigen System gesetzlich zur Korruption gezwungen. Das ist der Trick dabei. Ja? Man zwingt uns dazu, korrupt zu sein. Warum? Das ist das dialektische Spiel in dieser Gesellschaft. Damit die, die wirklich exorbitant korrupt sind, in betraglich hohem Ausmaß, ja, auf uns, die wir, damit wir einigermaßen überlegen können, zur Korruption gezwungen sind, herabblicken können und sagen können, es geht ja nur um die Höhe des Geldbetrags. Ja? Daher ist das in Wirklichkeit nur Neid. Okay? Indem man die Bevölkerung zur Korruption gesetzlich zwingt, kann man den absoluten Missbrauch, den exorbitanten Missbrauch, als Neiddebatte verkleiden. Ja? Dem Moment, wo wir aus diesem System draußen sind und nicht mehr für Geld arbeiten müssen, ja, haben wir die richtige Definition für Korruption gefunden und werden uns auf dieses Spiel auch nicht mehr einlassen. Ich arbeite nicht für eine Gegenleistung. Ich arbeite für den Nutzen und für die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit. Das ist so elementar und wichtig. Ja? Und von diesem Prinzip darf uns niemand und nichts mehr abbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gegenleistungen aufzurechnen, in einem künstlichen Modell, das eigentlich nur von absurden Bewertungsregeln lebt, ist die dümmste Idee, die wir haben können. Und damit stirbt sofort die doppelte Buchhaltung und die Bilanzierung. Das ist tot. Dieses Modell ist sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Es gibt niemanden mehr, der das in Wahrheit ernst nimmt. Gut, niemanden, der den Verstand hat, das wirklich zu verstehen. Alle die, die es wirklich verstanden haben, nehmen es nicht ernst. Sie müssen nur ihre Rollen in der Gesellschaft weiterspielen, weil sie selbst vom Einkommen noch abhängig sind. Das ist der einzige Grund, warum das nicht endgültig schon beendet wurde. Also Arbeit und Lebensstandard dürfen nicht voneinander abhängig sein. Dann sind wir wirklich unterwegs in eine bessere Gesellschaft. Dann kommen wir... Darf ich zu dem mal eine Frage? Oh, bitte gerne, ad hoc, ja. Zum Beispiel mit den Arbeiten, die jetzt im Straßenkern zum Beispiel, also ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass jemand das machen will, weil er irgendwie das gerne macht. Das ist eine oft gehörte Frage. Was ist mit den Tätigkeiten, die anstrengend, mühsam, gefährlich, gesundheitsschädlich, was auch immer sind, die einfach getan werden müssen? Im ersten Schritt wird man bei diesen Leuten versuchen, sie einfach zu unterstützen, indem das viele Menschen machen. Beispielsweise. Ja? Das macht dann jeder zum Beispiel nur 2 Stunden. 2 Stunden die Woche, die eigene Straße und einmal um die Ecke kurz durchkehren, zum Beispiel. Und das mache ich aber auch nur so lange, bis ich einen kleinen Roboter habe, irgendeine Maschine, die macht das dann für mich. Ja? Da wir das ja nicht mehr in Geld und nicht mehr verknappt bewerten, werden diese Roboter sehr schnell fertig sein. Kein Problem. Ja, wir brauchen dann auch nicht in Konkurrenz zu produzieren, sagen, wer hat den billigsten Roboter. Ne? Nein, wir versuchen nur möglichst viele zu machen, ja, die dann die Arbeit erledigen, die Menschen einfach nicht mehr tun wollen. Und wir können natürlich auch dafür sorgen, dass zum Beispiel weniger Schmutz auf die Straßen kommt, dann brauchen wir auch weniger Kehren. Wir können das Problem von vielen Seiten gleichzeitig angehen und dann werden wir sehen, die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Nur im bestehenden System, wo wir immer eine Gegenleistung brauchen, damit eine Leistung erbracht wird, sehen wir diese Lösungen nicht. Wir können ohne weiteres auf ein bestimmtes Niveau auch bestimmte Tätigkeiten einmal absacken lassen, um sie gar nicht zu tun. Ja, also gerade bei der Müllentsorgung ist es natürlich ein Problem. Man sieht das bei Streiks zum Beispiel bei öffentlichen, nicht das, was man aus Italien ja oft gesehen hat, innerhalb weniger Wochen ist es dann so, dass der Müll knietief in den Seitenstraßen liegt und das ist dann wirklich schlimm. Ja, da können dann Krankheiten entstehen etc. Das heißt, da ist es logisch, wenn wir in einem demokratischen System sind, dass wir zum Beispiel Menschen, die sich dort engagieren mit ihrer Arbeitskraft, solange bis wir eben die richtigen Maschinen dafür haben, ja, die uns das abnehmen, dass wir die zum Beispiel besonders hoch entlohnen würden. Ja, die hätten dann ein Bonussystem, wenn sie sich da engagieren, sagen wir mal ein halbes Jahr, innerhalb eines halben Jahres müssten wir eigentlich die Technologie haben, dass wir da nachhaltig etwas anderes auf die Beine stellen. Es gibt zum Beispiel in England, gibt es Fahrzeuge, von der Müllabfuhr, die haben einen eigenen Roboterkran und die greifen sich direkt den Mistkübel, ja, und leeren den aus und stellen ihn wieder zurück. Da fährt niemand mehr mit. Ne? Da fährt niemand mehr mit, springt runter und holt die Mistkübel aus der Haustür und schiebt sie wieder zurück, wie bei uns in den Großstädten. Wobei das natürlich auch lustig ist, dass ich kenne im Bekanntenkreis, wirklich den Fall, muss das jetzt so erzählen, in einer Bankfiliale
wo ein Mitarbeiter, also ein Bankangestellter war, dem die Tätigkeit einfach nicht gefallen hat. Der hat dann dort gekündigt und ging zur Müllabfuhr. Ja, weil sein Vater bei der Müllabfuhr war und er sagt, ja, da hat er zwar in der Früh, muss er früh aufstehen, aber dafür hat er am Nachmittag dann mehr frei und die Bezahlung ist auch nicht viel schlechter als in der Bankfiliale. Und für den war der Job Müllabfuhr attraktiver als Bankangestellter. Es gibt natürlich das auch. Ja, dieses Bonussystem nicht schon wieder arbeiten für Gegenleistung? Naja, nein, das ist ja nur temporär. Man muss das schon auseinanderhalten. Nicht? Denn ein besonderer Bonus würde ja in dem Fall für die bezahlt werden, ja, die zum Beispiel eine gute Idee haben, um sich selber in einer ungeliebten Tätigkeit überflüssig zu machen. Nicht? Das ist ein ganz anderes Anreizsystem. Es geht jetzt nicht darum, quasi wie ein Sklave, wie ein Roboter, immer wieder die gleiche Tätigkeit zu erledigen, ja, damit man sozusagen viel verdient, sondern wenn es eine Tätigkeit ist, die mir keine Freude bereitet, wo ich eigentlich froh bin, wenn ich sie nicht machen muss, dann kriege ich einen Spitzenbonus, wenn ich eine Erfindung mache, die mich selbst wegrationalisiert. Weil damit habe ich ja tausende andere Menschen auch von dieser sinnlosen Tätigkeit befreit. Ja, und das sollte honoriert werden. Also es sollte die Effizienz der Problemlösung honoriert werden, ja, und nicht, sagen wir mal, das regelkonforme Verhalten, das sich unterordnen und das auf sich nehmen einer schädlichen und sinnlosen Tätigkeit. Wie schaut es mit Ärzten aus, die einfach 10 Jahre lang studieren müssen und sehen, dieses Da muss man auch sehr genau darauf achten, was diese Ärzte in den 10 Studienjahren wirklich lernen und in welcher Form. Ein Freund von mir, Professor an der Technischen Universität, dessen Sohn hat Medizin studiert, das ist schon eine Zeit lang her, da wurde bei uns an der medizinischen Fakultät, an der Ring-Universität, auf das sogenannte amerikanische System umgestellt. Und da haben die Multiple-Choice-Tests auf Computern bewältigen müssen und dicke Bücher vorher auswendig lernen. Und da hat es eigene Vorbereitungskurse gegeben, das ist jetzt kein Witz, was ich erzähle, das ist wirklich so. Als Vorbereitungskurse gegeben, ein Freund hat mir das so erzählt, und hat gesagt, das Erste, was sie in den Vorbereitungskursen gelernt haben, die Studenten, war, bei welchen Multiple-Choice-Fragen müssen Sie die falschen Antworten ankreuzen, weil die Software fehlerhaft ist. Das ist das amerikanische System, aber wenn man jetzt ein bisschen weiter nachdenkt, glaubt ihr wirklich, dass das eine Fehlleistung ist oder glaubt ihr, dass das Absicht ist? Sowas? Naja, es ist halt passiert. Ist man immer da, um die Fakt aufzumerzen. Ja, jetzt muss man mal eines sagen, wie schnell kann man in einem vernünftigen System so einen Fehler beheben? Eigentlich rasch, wenn man alle zusammenarbeitet. Ruckzuck. Also wenn das Web-Frontend automatisch generiert wird aus einer Datenbank, ja, dann brauche ich eigentlich nur bei der Datenbank 2, 3 Parameter ändern, ja, und das ganze Frontend wird immer wieder neu generiert, dann brauche ich nicht einmal einen Webprogrammierer dafür. Es ist eigentlich lächerlich. Aber was damit erreicht wird, ist, die Studenten, ja, die diese Art von Ausbildung absolvieren, haben überhaupt kein Selbstvertrauen mehr auf eigenes Wissen, verlassen sich ausschließlich auf das, was irgendwo gedrückt oder geschrieben ist, ja, und auf Anweisungen. Und das kommt von der Pharmaindustrie. Ja? Weil die Absolventen, die aus solchen Lehrgängen herauskommen, die schauen ja einfach nur noch in irgendeinem Buch nach, ja, um irgendetwas zu verschreiben. Die haben ja insbesondere keine Heilfähigkeiten. Wir brauchen in Zukunft nicht Menschen mit Buchstaben vor oder nach den Namen, die gehirngewaschen irgendwelchen Lobbys ausgeliefert sind. Wir brauchen wieder Menschen mit Fähigkeiten. Und wenn das ein solider Physiotherapeut ist oder jemand, der traditionelle chinesische Medizin praktiziert oder was auch immer, wenn das jemand ist, der Menschen gesund macht, dann nenne ich den Arzt. Und es ist mir vollkommen egal, ob der studiert hat oder nicht. Aber das dauert ja 15 Jahre lang, bis die das machen. Das muss nicht unbedingt sein. Wenn der zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen ist von Ärzten, nämlich von wirklichen Ärzten, ja, die Fähigkeiten haben und nicht nur absolvierte Studien, ja, dann kann der schon sehr jung als Kind oder als Jugendlicher viel mitkriegen. Ja, und es gibt auch wirklich bestimmte Fähigkeiten von Menschen, die man früher Wunderheiler genannt hat und die man, von man heute erklären kann auf andere Art und Weise, wie so etwas funktioniert, bis hin zur Quantenheilung, die eben empathisch kommunizieren und die auf die Art und Weise Probleme lösen können für andere Menschen. Ja? Und das sind Dinge, wo ich sage, das kann man sowieso nur durch die Tätigkeit erwerben, diese Fähigkeit. Das kann man nicht aus Büchern lernen. Und das ist eben der ganz entscheidende Punkt, wo wir zurückfahren müssen. Wir stehen heute, gerade in der akademischen Ausbildung, immer auf dem Punkt, je mehr Bücher man gelesen hat, ja, desto klüger ist man. Ich sage nicht, dass ich gegen Bücher lesen bin, das wäre komplett gegen meine Biografie. Ja, ich habe sicher tausende Bücher gelesen, ja, und ich bin froh, dass ich das überhaupt kann in so kurzer Zeit, weil so alt bin ich auch noch nicht, ja, so viel lesen.
Aber man muss sich natürlich auch selber aktiv damit auseinandersetzen. Das einfach nur passiv zu lesen, womöglich in der Geisteshaltung, ich muss das auswendig dann jemand anderen erzählen, ist natürlich nicht sinnvoll. Ich muss es immer wieder mit meinem eigenen Standpunkt abklären und hinterfragen, stehe ich auch hinter dem, wenn ja, warum, und wenn nein, warum nicht. Also ich muss mich aktiv geistig damit auseinandersetzen. Und auch das passiert in den Studien nicht. In den Studien werden ja nur Fakten aufgenommen und wiedergegeben, sie werden ja nicht kritisch hinterfragt. Es wird ja keine persönliche Meinung aufgebaut zu dem, was präsentiert wird. Und das ist wahrscheinlich der größte Fehler. Also Wiederholung schafft Wirklichkeit, das kennen wir, aber wir verändern uns täglich. Ja? Wir sollten keine Grenzen zulassen. Wenn ich in einem Beruf immer wieder das Gleiche mache, dann bin ich nach ein paar Jahren todunglücklich, wenn ich diesen Beruf nicht mehr habe. Weil ich glaube dann, dass ich keine Fähigkeiten habe. Schaut euch einmal die sogenannten Arbeitslosen, die in Wirklichkeit nur Einkommenslose sind, ja? Schaut euch die einmal an. Die haben jahrelang immer das Gleiche gemacht in einer sehr engen Rolle. Überspezialisierung in unserer Gesellschaft, und wenn sie es nicht mehr tun, dann sagen sie, ich kann jetzt nichts mehr. Deswegen müssen wir auf diesen Plattformen, die wir jetzt hochziehen werden, auch dort beginnen, wo Menschen ihre Bedürfnisse hineinstellen und sagen, wer passt auf meinen Hund auf? Ja? Wer sittet mein Baby? Ich brauche einen Babysitter. Wer geht mir einkaufen? Ja? Wer repariert mir irgendwo ein Klappbett? Ja? Und dann werden diese sogenannten Arbeits-, aber in Wirklichkeit Einkommenslosen sagen, na, das kann ich ja alles. Ich bin ein wertvoller Mensch, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Und in unserem System können wir ihnen dann auch sofort Kaufkraft vermitteln. Nicht? Denn da hängen sie an einem zentralen System, wo sie immer, wenn sie eine Leistung erbringen, wie gering oder wie auch immer die sein mag, sofort Kaufkraft haben, ja? Um auch selbst wieder etwas kaufen zu können. Das ist eben das Neue an unserem System, dass wir da keinen Markt brauchen, keine Preise und kein Arbeitsamt und keine Lohnsteuer und alles das, was kompliziert ist, und keine Rechtsformen, ja? Keine Verträge und alles das. Ja, geht ja nicht. Das gilt auch für die Mitmenschen. Ja? Wir müssen uns zulassen, dass wir uns täglich verändern können. Die Gemeinschaft muss sich die Regeln schaffen und nicht die Lobbys, nicht die Politiker, nicht die Berater, nicht die Experten, nicht die eigennützigen Wissenschaftler, die davon leben, dass sie immer mehr Spezialgebiete erfinden, um in diesen Nischen ihre Geschäftsmodelle ausleben zu können. Welche alten Regeln bestimmen heute unser Leben? Da steht ganz oben das Eigentum. Eigentum als Ritualhandlung, verknüpft mit irgendwelchen Wertpapieren, ja, also Aktien zum Beispiel, der Besitz an Unternehmen, das Eigentum an Unternehmen über eine Art von Wertpapier, das ist eine so alte und unbrauchbare Vorstellung, dass wir sie so in die neue Gesellschaft nicht mehr mitnehmen können. Das ist ganz klar. Die, die das leisten, haben Anspruch auf ihre eigene Leistung. Das Netzwerk, wenn ich ein Unternehmen als Netzwerk verstehe, dann gibt es daran kein Eigentum mehr. Denn jeder ist Eigentümer seiner eigenen Arbeit, ja, dessen, was er selber leisten kann. Daher ist jeder auch selbstverantwortlich für seine eigenen Fähigkeiten, ja, vor allem auch für die Kommunikations- und Vernetzungsfähigkeiten, die wir haben. Sind wir selbstverantwortlich. Auch für die Gesundheit werden wir schon sehr bald, wenn wir es ernst nehmen, selbstverantwortlich sein. Und wir werden weder Rechtsanwälte, noch Buchhalter, noch Politiker, noch Banken, noch Ärzte brauchen. Ja, denn schon Paracelsus hat gesagt, der Geist ist's, der den Körper baut. Ja, wenn wir wirklich das Wissen haben, wie wir uns richtig ernähren, wie wir uns richtig bewegen, ja, wie wir uns erholen und ausruhen müssen, dann brauchen wir das nicht. Dann brauchen wir keine Substanzen der Pharmaindustrie, keine Medizintechnik, alles das nicht. Wir brauchen es einfach nicht. Ja. Wir sind dann wirklich kompetente, selbstverantwortliche Lebewesen, und das kann das bestehende System nicht wollen. Das kann das nicht zulassen. Denn sie halten uns in der Illusion der Abhängigkeit, nur das sind wir eben nicht. Ja, wir sind nicht abhängig. Der kompetente Besitz schaut anders aus als das Eigentum an Wertpapieren. Nicht der Spruch von Goethe im Faust, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirbst, um es zu besitzen. Nicht? Ist das nicht paradox? Wenn ich es ererbt habe, dann gehört es mir ja schon. Warum muss ich es dann noch einmal erwerben, um es zu besitzen? Na, was kann das nur bedeuten? Das bedeutet, dass die Erbschaft eigentlich unerheblich ist. Das ist nur der Rechtsgrund für das Eigentum. Aber ob es ein kompetenter Besitz ist, zeigt sich nur in der Fähigkeit. Und die Fähigkeit ist es, die ich erwerben muss. Das ist dann der kompetente Besitz. Eigentümer, die keine Fähigkeiten haben, sind daher keine kompetenten Besitzer. Und damit ist es auch nicht legitim, dass sie diese Rechte ausüben, weil sie nicht kompetent sind. Inkompetenz, ja, schließt Eigentum in Zukunft aus. Mit dieser Regel gibt es nie wieder Spekulation. Ein Spekulant, der Rohstoffe nicht verarbeitet, sondern nur billig kauft, um sie teurer weiterzuverkaufen, indem er sie zwischendurch noch verknappt,
der könnte in unserem System, weil er nämlich im Verarbeitungsprozess keine Rolle hat, nie wieder zu einem legalen Eigentümer werden. Es ist so einfach. Nur über die Fähigkeit, ja, kann in Zukunft Eigentum vermittelt werden. Wenn wir das zu einer stehenden Regel machen in unserem System, gibt es auch keine Spekulanten mehr. Also die Antworten sind wirklich sehr einfach und sie lassen sich heute sehr einfach umsetzen. Die Bevölkerung muss es aber wissen, ja, und wir müssen es im Konsens machen, durch Überzeugungsarbeit. Ist Eigentum zur Unternehmenssteuerung überhaupt sinnvoll? Ja, wenn ich ein Außenstehender bin, ein Shareholder natürlich nicht. Es gibt Untersuchungen, lustigerweise der amerikanischen Finanzmarktaufsicht, dass in den Jahren seit 2001 bis 2010 um ein Vielfaches mehr an Kapital von den Shareholdern aus den Unternehmen abgezogen wurde, als in die Unternehmen hineingebracht. Insbesondere durch Aktienrückkaufprogramme. Ja, das ist der Trick dabei. Das ist der Trick. Man kauft billige Aktien in einem Unternehmen, nicht, das am Anfang noch relativ vielleicht unbekannt ist, da sind die Aktien noch billig. Dann durch Bilanzmanipulation und durch korrupte Pressearbeit erhöht man den Aktienkurs. Ganz plötzlich sind die Aktien dann viel mehr wert und dann lässt man sich diese Aktien vom Unternehmen selbst wieder abkaufen, aber dann teuer. So werden die Unternehmen geplündert von den Eigentümern. Das nennt man Plünderung von Unternehmern durch die Shareholder. Eigentumsmissbrauch ist der Titel dafür. Und das läuft in allen Ländern rund um den Erdball. Überall dort, wo wir Börsen haben und sogenannte Kapitalmärkte und Finanzmärkte, ist es das gleiche Schema. Es sind Selbstbedienungsläden und sonst nichts. Aber das kann man natürlich mit anderen gesetzlichen Regeln, die man elektronisch umsetzt und in Echtzeit überwacht, zu 100% ausschließen. So etwas kann es dann nie wieder geben. Stichtagsgewinne werden in Zukunft überflüssig, weil wir, solange wir Geld oder was Ähnliches haben wollen, zählen nur die persönlichen Geldflüsse. Ist ja ganz klar, es gibt in Zukunft nur noch die natürliche Person. Eine andere Rechtsform brauchen wir nicht. Was soll denn das überhaupt sein? Ich weiß nicht, wer sich informiert hat über die Geschichte der Kapitalgesellschaft, der juristischen Person, als Missbrauch eines Verfassungszusatzes nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, der kann sich ja nur noch wundern. Aber er muss sich genauso wundern, warum das unseren Jus-Studenten, nicht, unseren Studierenden der Rechtswissenschaften nicht erklärt wird, wo eigentlich geschichtlich diese Kapitalgesellschaft als Konstrukt herkommt, als Gesetzesmissbrauch. Da werden dann auch keine Dinge mehr in Geld bewertet, sondern wir stellen einfach das dar, was wir in Zukunft gemeinsam machen werden, sozialer Konstruktivismus. Unsere Projekte, unsere Prozesse, ja, die Dinge, die wir herstellen, Leistungen, Zahlungen, Austausch im sozialen Netz. Die politische Gestaltung wird auch anders ausschauen. Die politischen Parteien, die wir heute haben, werden wir in dieser Form nicht mehr benötigen, denn sie sind ja Spaltpilze mit einer Selbsterhaltungszielsetzung. Im heutigen politischen Parteiensystem, die sogenannten demokratischen Parteien, vertreten immer das Interesse einer Bevölkerungsgruppe gegen das Interesse der restlichen Gesellschaft. Na, die restliche Gesellschaft ist dann aber meistens die Mehrheit. Ne? Also vertreten sie Minderheitsinteressen gegen Mehrheitsinteressen. Ich kann nicht erkennen, was daran demokratisch sein soll. Also das Vertreten einem Minderheitsinteresse gegen die Interessen der Mehrheit, das hat für mich mit Demokratie gar nichts zu tun. Wieso sich diese Parteien dann wirklich den Mut haben, sich demokratisch zu nennen, verstehe ich nicht. Und deswegen haben wir ja auch Human Way gegründet, weil wir sagen, wir haben eine Vision. Ja, wir haben nicht eine Ideologie, ein einziges Gesellschaftsmodell und sagen allen, die damit nicht übereinstimmen, ihr seid bei uns im falschen Verein, ja, als Vorgabe, top-down von ein paar Ideologen. Wir sagen, unsere Vision ist, dass die Maschinen arbeiten und wir als Menschen nur noch das Leben genießen, aber nicht mit Bierdosen vom Fernsehapparat, nicht, sondern indem wir uns um unsere Entwicklung, um unsere Fähigkeiten, ja, um soziale Kontakte und anderes bemühen. Ja, aber eben selbstbestimmt, als Künstler, als Erfinder, als Entdecker, ja, und nicht als Arbeitssklaven. Arbeit für die Maschinen, Vergnügen für die Menschen, ja, aber natürlich auch Entfaltung für die Menschen, geistige Entwicklung für die Menschen. Das ist das Fernziel. Und auf welchen Weg, über welche Ecken, ja, und welche Routen wir zu diesem Ziel kommen, da geben wir gar nichts vor. Wichtig ist es uns nur, dass die Etappenziele im Konsens beschlossen werden. Also jeder Weg dorthin, der im Konsens beschritten wird, hat unsere volle Unterstützung. Und dadurch haben wir den großen Vorteil, dass wir auch mit allen Allianzen bilden können. Ja, weil politische Überzeugungen, Religionen, ethnische Herkunft, soziale Schicht,
Das ist alles Privatbereich. Ja, das ist das gute Recht eines jeden Menschen, in dem Bereich eine besondere Meinung zu haben, ja, auch eine, die vielleicht andere nicht teilen, aber das wird als persönliche Privatmeinung immer und überall toleriert. Und das hat vor allem auch nichts zu tun bei sachpolitischen Beschlüssen. Wenn es um Problemlösungen geht im Sachbereich, dann können wir immer im Konsens Beschlüsse fassen, ja, immer zur vollkommenen Übereinstimmung, egal welche Ideologie, welche Religion, ethnische Herkunft, soziale Schicht im Hintergrund steht. Aber das können wir nur, wenn wir die entsprechenden sozialen Kompetenzen haben, um mit diesen Menschen auch auf Augenhöhe reden zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Die permanente Konkurrenz um Wählerstimmen, also wieder ein Nullsummenspiel, genauso wie im Geld, verhindert ja, dass diese Parteien zusammenarbeiten können. Ja? Die haben das schon so konstruiert, dass es genauso ausschaut wie das Geldsystem. Die Unternehmer kämpfen sozusagen um Marktanteile, ne, bei den Kunden, die Politiker um Stimmen, aber lustigerweise, es ist ja immer nur eine Bevölkerung da. Also spielen sie zweimal das gleiche blöde Nullsummenspiel mit derselben Bevölkerung. Und weil sie dasselbe Nullsummenspiel spielen, verstehen sie einander auch so gut, die Unternehmer und die Politiker. Ne? Weil sie sagen, ich kämpfe um meine Kunden, nicht? Um Marktanteile. Und der Politiker sagt, ja, ich kämpfe um Wählerstimmen, es ist das gleiche Spiel. Ne? Und weil wir beide die gleiche Sprache sprechen und das gleiche Spiel spielen, sagen wir, das ist die einzig mögliche Wirklichkeit. Es kann nur so sein. Ne? Und finden keinen Weg heraus. Weil wir uns gegenseitig immer nur dieses eine Spiel spielen. Ne? Das ist so dumm. Also, wenn man das einmal so durchschaut hat, ja, dann kann man es einfach nicht mehr ernst nehmen. Die wissenschaftliche Gestaltung schaut anders aus. Die Betroffenen, und das sind die Bürger. Die Bürger und Bürgerinnen schaffen sich die Systeme nämlich selber. Autopoiesis, ein natürliches, lebendiges, biologisches System erschafft sich immer selbst. Ja, das ist die Grundregel des Universums unter permanenter Rückkopplung, also Echtzeitfeedback. Wir hatten früher das Proletariat mit blutigen Revolutionen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Der nächste Schritt war das Prekariat, vor allem mit der Hartz-IV-Erfindung. Und das hat man extra auch als Begriff erfunden, um keine Assoziation zum Proletariat aufkommen zu lassen. Da hat man ja schlechte Erfahrungen gemacht, das hat ja in Gewalt geendet. Und ich schlage jetzt einen neuen Begriff vor für unsere Entwicklung, nämlich das Kognitariat. Ja? Wir befinden uns inzwischen, alle wie ihr hier seid, im Kognitariat. Was ist denn das? Das sind umfassend gebildete, aber ausgebeutete Menschen, die kompetenter sind als die sogenannten Eliten, die gefühlvoll sind und humorvoll und die sich auf diese alten, dummen Gewaltspiele nicht mehr einlassen. Ja? Ist irgendwie so vollkommen egal, wir können uns mit jedem verbünden. Ja? Immigranten, ja, herzlich willkommen. Nichts gegen sie. Ja? Wir lernen uns so mit ihnen arrangieren, dass wir alle glücklich werden. Ja, billiger arbeiten für irgendwas wollen wir nicht. Wir wollen einen Lebensstandard und mit Geld im heutigen System könnt ihr uns den nicht bieten, ja? Weil die Inflation nicht in den Griff kriegen könnt und das wisst ihr genauso gut wie wir. Ja? Wir wollen einen Lebensstandard und nicht wertlose Zettel und Zahlen in Computern. Und wir sind nur bereit für einen Lebensstandard etwas zu tun, ja? Und nicht für eure komischen Zahlen, die ihr uns davor vortäuscht. Ja. Und wenn man das glaubwürdig, ja, und mit Humor und mit Überzeugungskraft vermittelt, dann gibt es keine Barrieren. Ja? Weil es gibt ja sehr viele auch Eliten, die intelligent sind und das wissen. Deswegen beginnen wir mit unserem Projekt Science is our Societies, SSOS. Nicht die Parteipolitik ist die Lösung, sondern die Wissenschaft. Nämlich die Wissenschaft der Informationsnetze und wie die funktioniert. Da gibt es irrsinnig viel Grundlagenforschung, angewandte Forschung, sehr, sehr viel, was wir da einbringen können. Es gibt, das ist vielleicht das Wichtigste, keine endgültige feststehende Lösung. Lösung ist ein emergenter, autopoietischer Prozess, ein Prozess, der sich wieder selbst erschafft. Und diese Selbsterschaffung und Selbststeuerung ist das oberste Prinzip. Wir werden in der heutigen Gesellschaft pausenlos manipuliert. Über Gewalt, über Bilder, über Sprache. Ein wichtiger Bereich, Sprache, zur Manipulation. Mittels Gefühlen, das hängt mit der Sprache zusammen. Sprachmuster steuern die Gefühle, sehr oft. Ja. Und ultimativ über Geld. Das sind alles nichts anderes als Manipulationsmittel, um die Bevölkerung zu steuern. Wenn man das in dieser Vollständigkeit einmal aufgelistet hat, ja, dann könnte man fast daran verzweifeln. Ja. Wenn man sagt, ja, wie kann ich denn diesen geballten Angriff der Manipulation jemals entgehen? Es geht sehr leicht, wenn man das nämlich als Gesamtheit sieht, als nämlich nur ein System, und dann kann man ihm sofort entkommen. Wenn man sagt, das ist alles das Gleiche. Es ist immer nur ein System, ja, und ich steige nur einmal aus diesem einen System aus. Wenn ich sage, das ist immer etwas anderes, dann wird es schwer. Wenn ich sage, das ist in Summe nur ein System, aus dem ich raus muss, dann geht es mit einem Schritt.
Manipulation beginnt bereits in der Schule, die Medien machen weiter, in der Arbeitswelt, indem man uns verschiedene Rollen zuteilt, um uns wieder gegeneinander auszuspielen, ja, haben wir das Nächste. In der Politik, wie gesagt, auch in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Religion, auch bei den persönlichen Beziehungen. Was kleine Kinder als erstes lernen, ist, wie sie Mama und Papa gegeneinander ausspielen. Ne? Papa hat gesagt, ich darf länger aufbleiben. Ne? Wer kennt das nicht? Und dann sind wir in der Psychologie. Wir denken meistens in Sprache. Und die Sprache hat eine bestimmte Form. Und daher nehmen wir auch die Wirklichkeit nur in dieser Form wahr. Es gibt Substantiva, also Dinge, Gegenstände, Sachen. Es gibt Verben, Tätigkeiten. Es gibt Adjektiva, Adverben, Eigenschaften, ja, etc. Und diese Syntax prägt aber auch den Inhalt. Wie wir den Inhalt begreifen, die Semantik. Das ist ein bisschen ein Problem. Die Syntax bestimmt oft die Semantik. Und die Welt ist für uns dann so, wie wir sie in der Sprache beschreiben. Anders können wir sie uns oft nicht vorstellen. Das ist schwierig. Wenn wir diesen Zugang einmal gefunden haben, werden wir auch versuchen, andere Formen von Sprache zu erleben, damit wir etwas anders beschreiben können. Ein Problem, das mir zum Beispiel schwer zu schaffen macht, ist, dass wir in der Sprache rein syntaktisch Lebewesen gleich behandeln wie tote Gegenstände. Ja, wenn ich einem toten Gegenstand rein sprachlich Gewalt antun kann, ist das schon okay. Ja, etwas zersägen, etwas zerhacken, etc. Aber mit einem Lebewesen darf ich das schon rein von der Syntax her nicht können. Ja? Wir bräuchten eine achtsame Sprache, die so beschaffen ist, dass schon aufgrund der Sprechweise, der Syntax, ja, Lebewesen autonom sind, selbstbestimmt, einen anderen Stellung, eine andere Position haben als tote Gegenstände. Das wäre dann eine wirklich höher entwickelte Sprachform. Denn wenn wir diese Sprache dann laufend verwenden, dann werden wir Gewalt gegen Lebewesen auch nie nicht mehr denken können. Das wäre der erste Schritt. Wir müssen die Sprache gezielt weiterentwickeln, denn sie beeinflusst das Denken und damit unsere Wahrnehmung. Ganz, ganz wichtig. Was ich schon früh gelernt habe, ist, dass es schlimm ist, anderen Menschen eine Absicht zu unterstellen. Vor allem im Dialog, in der Kommunikation. Jemand macht etwas, tut etwas, sagt etwas und wir glauben zu wissen, warum er das tut. In 99% der Fälle irren wir uns damit und das ist der Anfang von Konflikten und von Missverständnissen. Das habe ich versucht, schon bei Zeiten Abstand zu nehmen, anderen Menschen keine Absichten mehr zu unterstellen bei ihren Handlungen, weil ich weiß, dass ich in den meisten Fällen damit falsch liege. Aber der nächste Schritt war dann noch viel schlimmer. Wenn wir uns damit näher beschäftigen, wissen wir, dass wir nur ein 40-Bit-Fenster der Wahrnehmung haben. 40 Bit pro Sekunde ist die bewusste Wahrnehmung. 11 Millionen Bit pro Sekunde kommen aber ins Gehirn. Das heißt, der Großteil unseres Verhaltens wird vom Unterbewusstsein gesteuert. Und nicht vom Bewusstsein. Und was heißt das? Das heißt, dass wenn ich diese Erkenntnis habe, ich ehrlich zugeben muss, dass ich auch nicht die wahren Gründe für mein eigenes Verhalten kenne. Und jetzt wird es gewaltig. Ich habe mir abgewöhnt, anderen Menschen im Kommunikationsprozess eine Absicht zu unterstellen. Und ich muss anerkennen, dass ich meine eigenen Absichten auch nicht kenne. Wie kann ich dann kommunizieren? Wie kann ich mich auf Kommunikation einlassen, in der Erkenntnis, dass ich meine wahren Handlungsmotive gar nicht kenne? Es kann nur ein Experiment sein. Es kann nur ein Experiment sein, wo jede Form der Kommunikation zulässig sein muss, weil ich ja möglicherweise durch Informationen vom Kommunikationspartner Kenntnisse über mein eigenes Unterbewusstsein erhalte, die mir selbst verschlossen sind. Und das ist eine so vertrauensvolle Art der Kommunikation. Ich muss dann anerkennen, dass ein anderer Mensch aus einer bestimmten Perspektive über mich selber vielleicht mehr weiß als ich über mich. Sind wir für sowas bereit? Für diese Art der Kommunikation? Ihr seht, wir sind erst ganz am Anfang. Ja? Sprachliche Kommunikation ist weitestgehend noch völlig unerforscht. Sie wird verwendet, sie wird missbraucht. Ja? Für Ideologie und für Propaganda und bis hin zu Hypnose. Aber was da wirklich abläuft, wenn wir achtsam und vor allem sinnvoll kommunizieren wollen, das liegt noch weitestgehend im Dunkeln. Und dort müssen wir hin. Dort müssen wir hin. Die soziale Konstruktion über das Werkzeug Sprache, die Abgrenzung, die Führungsansprüche, ja, alles das erfolgt über Sprache. Die Ermittlung von Informationen ist noch sehr neu. Der Anfang der Sprache war nicht, dass jemand einem anderen mitteilen wollte, da liegt jetzt was zu essen oder da kommt jetzt irgendein Fressfeind daher. Also, wenn man, nein. Der allererste Anfang war, dass ich auf die Brust klopfen und laut schreien von einem Alphatier. Ja?
sich wichtig machen durch Geräusch, um das Revier abzugrenzen und Führungsansprüche durchzusetzen. Das war der archaische Ursprung der Lautäußerung und der Sprache aus sozialen Kontexten. Und wenn wir uns heute Politikerreden anschauen, dann hat sich da noch nicht viel geändert. Aber das ist normal, das ist nämlich der ältere Kern der Sprache. Die Idee, ich will jetzt Informationen so übermitteln, dass ein anderer sie versteht, ist so neu, dass es sich im Sprachverhalten noch gar nicht richtig ausgedrückt hat. Unterschwellig laufen immer noch diese Führungsansprüche mit. Ja? Unterschwellig glaubt man noch, ist es ein Alpha-Tier oder nicht, muss ich mich da unterordnen, ja? Bin ich da jetzt über dem oder unter dem. Ja? Denkst doch auch einmal zum Beispiel bei Partnerschaften, nicht? Oder was auch sehr lustig ist, Flirtverhalten. Ja? Flirtverhalten ist genial. Ja? Man kann irrsinnig den Spaß verderben, ja, bei solchen Dingen, indem man einem Flirtpartner offene, ehrliche Gefühle gesteht. Aus der Spaß. So ungefähr so, wenn man bei einem Kriminalroman, ja, wenn jemand den aufschlägt, auf den ersten 5 Seiten sagt, der Mörder ist der Gärtner. Aber das hat mit dieser Sprachfunktion zu tun im Kern. Ja? Weil da ist es das Spiel, das interessant ist und nicht das Ergebnis. Ja? Und das ist bei der Sprache sehr oft der Fall, dass es um das Spiel geht. Ihr kennt es ja auch bei Geld und in der Wirtschaft. Denkt an den Gordon Gekko. Ne? Es geht um das Spiel. Lustvoll ist es, das Spiel zu spielen und nicht das Resultat. Das kann man teilweise so stehen lassen. Da kann man auch gerne mitspielen. Ne? Aber man muss dann schon auch hinterfragen, was mögliche Resultate sein könnten. Gerade in der Wirtschaft und im Geldsystem. Auch bei Partnerschaften wäre es vielleicht kein Fehler, wenn man sich mögliche Ergebnisse vorher überlegt. Ja? Und das nicht aus den Augen verliert, bei aller Freude ein Spiel zu spielen. Ja? Also die Sprechblasen der Gesellschaftselite ist so ein archaisches Zugehörigkeitsmerkmal, das daherkommt. Auch Mathematik ist eine Sprache, ne? Hat Prämissen wie zum Beispiel die Abzählbarkeit. Wenn wir etwas nicht zählen können, können wir es nicht in Mathematik beschreiben. Der Demokrit, seine Idee, dass wir die ganze Welt aus kleinen, unteilbaren Teilchen aufbauen, das hat man in der Physik nie beweisen können, das lässt sich auch nicht beweisen physikalisch. Ja? Physikalisch ist Demokrit gescheitert. Seine Vermutung kommt aus der Mathematik. Die Mathematik funktioniert nur über Abzählbarkeit. Die kleinsten, unteilbaren Teilchen sind dort zu Hause. Und solange wir Schwingungs- und Energiephänomene, die in der Physik da sind, mit diesen kleinsten, unteilbaren Teilchen der Mathematik beschreiben wollen, werden wir dort auch unsere Grenzen haben. Ganz leicht, wir bräuchten auch da andere Mathematik, eine andere Sprache, für eine andere Form von Wirklichkeit, ja, die wir dann erst verstehen können, wenn wir ein anderes Beschreibungsinstrument haben. Mathematik bietet eine abstrakte Konstruktion. Es gibt ein hervorragendes Werk von einem Psychologen und einem Mathematiker gemeinsam, Where Mathematics Comes From, wo sie nachweisen, dass jedes mathematische Konzept vom einfachen Abzählen bis zu den Differentialgleichungen nur aus der menschlichen Wahrnehmung entstanden ist. Für jedes mathematische Konzept, ja, gibt es einen eigenen Wahrnehmungsbereich, ja, im Menschen, einen psychologischen Bereich. Mathematik hat nichts mit dem Universum zu tun. Das Universum da draußen kümmert sich gar nicht um solche Lächerlichkeiten. Das ist eine menschliche Erfindung aus unserer menschlichen Wahrnehmung heraus. Und wenn wir das jetzt in Stein meißeln und sagen, so ist die Wirklichkeit und nicht anders, ist das ein Anthropozentrismus schlimmster Art und verhindert, dass wir uns weiterentwickeln. Sie sagt nichts aus über die Wirklichkeit. Und wenn wir jetzt von der Physik in die Sozialmathematik kommen, und was ist denn die Sozialmathematik? Die hat einen eigenen Namen, das ist die Statistik. Statistik ist Sozialmathematik und auch dort werden wir als unteilbare kleine Teilchen wahrgenommen, ne, die völlig zusammenhanglos, beliebig aggregierbar sind, ja, in unterschiedlichsten absurden Zusammenhängen abgezählt werden, ja, was wir gar nicht wissen, was uns nicht interessiert und was andere mit uns tun. Nicht? Die Wirklichkeit wird an die Mathematik immer angepasst und nicht umgekehrt. Nicht? Normung, Standardisierung. Damit nämlich die Mathematik überhaupt verwendbar wird, weil die Akademiker sonst schlechte Karten hätten, die hätten sonst das Falsche gelernt. Das können sie ja nicht zugeben. Also schwingen sie sich auf in politische Ämter und gestalten die Gesellschaft so um, dass die Gesellschaft zu ihrer komischen Ausbildung passt. Egal, ob uns das recht ist oder nicht. Naja. Erkennen ist Aufmerksamkeit und automatische Kategorisierung über Ähnlichkeitsmuster. Verstehen ist aber die Rückführung auf noch ältere Muster, nicht? X ist wie Y. Verfolgt einmal zurück, was ihr verstanden habt. Wie der Prozess des Verstehens, irgendein Zusammenhang, der euch wichtig ist,
zerlegt den. Wenn ihr glaubt, ihr habt etwas verstanden, warum habt ihr das verstanden? Ihr kommt auf ein noch älteres Modell und noch älteres. Und irgendwann kommt ein Endpunkt und dann sagen, da ist jetzt eigentlich nur noch so etwas wie ein Urvertrauen, ein Glaubensgrundsatz. Am Schluss kann ich eigentlich nur noch an irgendetwas glauben. Und weil wir in der Kausalität gefangen sind, vom Denkmuster her, haben wir uns als Nullpunkt der Kausalkette den lieben Gott hingedacht. Ja? Der unbewegte Beweger. Das ist dann der, wo man sagt, jetzt weiß ich aber wirklich nicht, weil das ist dann der liebe Gott. Das ist der Platzhalter für alles, was Menschen nicht wissen können. Er hatte aber damals noch einen Sinn, der liebe Gott. Der war nämlich gekoppelt mit einem Begriff, der nannte sich Demut. Das heißt zum Beispiel Sozialsysteme, Ökologie, da haben die Menschen früher nicht eingegriffen, weil durch den Platzhalter Gott war ihnen klar, dass sie die Komplexität des Systems nicht begreifen können. Und haben gesagt, da greife ich nicht hin. Weil der Gott, der kann schlecht aufgeklickt sein und dann kriege ich eine auf die Finger. Das ist ja vielleicht ein sehr zornmütiger Gott. Der haut mich einmal. Da gibt es Strafen, der strafende Gott. Na, das Muster funktioniert halt nicht mehr in der aufgeklärten Gesellschaft, aber heute wäre natürlich sinnvoll Demut vor unvollständigem Wissen. Nicht? Kernkraftwerke zum Beispiel, nicht? Abholzung von Regenwäldern und so, Demut vor unvollständigem Wissen wäre angebracht. Ja? Das wäre ganz zentral. Und daher, bevor nicht emotionale und soziale Kompetenz im Spiel ist, macht Fachwissen keinen Sinn, es ist eher schädlich als nützlich. Wir erklären uns die Welt ausschließlich mittels immer noch älterer, als bereits verstanden klassifizierter Modelle, auf die wir andere zurückführen. Und da kommt dann die Frage, wie kann ich etwas konzeptionell Neues überhaupt verstehen? Wenn jetzt ein neuer Zusammenhang entsteht, der so anders ist, dass ich ihn nicht mit einem anderen, älteren korrelieren kann und sagen kann, das ist wie und deswegen glaube ich das und glaube, ich habe es verstanden, das ist einfach völlig neu. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann im ersten Schritt nur daran glauben. Ja? Wenn ich es dann akzeptiert habe auf der Glaubensebene, mache ich es zu einem Teil meiner Wirklichkeit. Ich wiederhole, wiederhole, wiederhole. Und irgendwann sagt mein Hirn dazu, jetzt hast du es verstanden. Es ist ein neuer Baustein, auf den du wieder andere zurückführen kannst. Ja? So simpel ist es. Das ist ganz, ganz simpel und da ist keine formale Logik im Spiel, gar nichts, nur Gefühle und Gewöhnungsmuster. Ja, das passiert da. Und es gibt einige Psychologen, die sagen, wenn jetzt auf einmal Außerirdische hier landen würden, und die schauen vollkommen anders aus. Und mit einer ganz anderen Technologie, die wir mit nichts in Zusammenhang bringen können, also auch nicht mit Untertassen, ja, von der Form her, mit nichts, was wir jemals kannten, dann kennen wir die vielleicht gar nicht. Wir sehen sie dann nicht einmal. Es gibt ja die Hypothese von Psychologen, dass die Indianer am Strand, wie die Spanier dort mit den Schiffen gekommen sind, zwar die Wellen gesehen haben, aber nicht die Schiffe. Ja? Weil sie nichts Bekanntes hatten. Ja, dass ihr Gehirn abrufen konnte für Assoziationen. Wir sehen nämlich nicht mit den Augen, wir sehen mit dem Gehirn. Okay? Weniger als 4% der Information, ja, das aus dem hier ein Mikrofon wird für mich, wenn ich es anschaue, geht über die Augen. Über 96% sind Erfahrungen mit früheren Mikrofonen, ja, die aus dem ein Mikrofon machen in der Wahrnehmung. Also Emotionen steuern die Wahrnehmung. Bei Angst kriegen wir den Tunnelblick, bei Liebe kriegen wir die klassischen Fehlleistungen. Ja? Bei Gier kommt die Überschätzung ins Spiel. Emotion ist immer ein Wahrnehmungsfilter. Es werden nur die Informationen wahrgenommen, die jeweils zum Gefühl passen. Deswegen ja auch die Gesamtsituation, die so wichtig ist. Es gibt den Trick, nicht? Also weiche Sitzmöbel machen, dass der Verhandlungspartner gefügig wird und flexibel. Ja. Und wenn der ganz ein harter Sessel ist, dann verhält sich der auch ganz hart. Ne? Weiß man heute alles. Ne? Also darum ist es wichtig, bei entscheidenden Überlegungen, sich die Sache mindestens zweimal zu überlegen. Nicht? Die alte Faustregel, nochmal drüber schlafen, ist wichtig. Man muss dann halt in einer anderen Umgebung, mit einer anderen Stimmung noch einmal über das Problem nachdenken und schauen, habe ich jetzt wirklich gedacht oder habe ich mich nur von außen Einflüssen steuern lassen? Das passiert alles automatisch und ist den meisten Menschen nicht bewusst. Bisher haben wir den Individualtausch. Wir tauschen also alle untereinander im Geldsystem. In Zukunft sind wir über die Cloud und über das soziale Netzwerk vernetzt und haben alle unsere Beziehung direkt ins Netzwerk hinein. Das heißt, die Demokratie erzeugt die Regeln für alle Geschäftsfälle, die Meta-Regeln. Früher hat man dazu Gesetze gesagt, ein Gesetz ist ja die Grundlage für Verträge, daher ist es eine Meta-Regel. Funktionales Geld, wenn wir das noch haben wollen, definieren wir hinsichtlich des Zwecks.
Korruption ist dann nicht mehr möglich, ja? Macht ist nicht mehr möglich, Erpressung ist nicht mehr möglich. Wir schaffen die Funktion, die Geld haben soll, komplett neu, nennen das dann Geld oder nennen es nicht Geld, wie wir es haben wollen, und zwar nur die Funktionen, die wir wirklich wünschen, und die, die wir nicht haben wollen, die hat das dann nicht, weil es ja ein neues Konstrukt ist. Das ist ja ganz einfach. Und bei Missbrauch, wenn das wirklich über eine Datenbank läuft, können wir sämtliche Rechtsverhältnisse, weil es zeitgestempelte Transaktionen sind, wieder zurückführen. Ja, wir versetzen jeden Teilnehmer in den Status Ex-Tunk von früher, ja, vollautomatisch, und das nennt man dann Rechtssicherheit. Nur das ist die Voraussetzung, dass Rechtssicherheit wirklich existiert. Und es ist auch das Ende der Medienbrüche. Es gibt keine Schriftstücke mehr, keine Belege. Es gibt keine Verträge, die gemeinsam mit dem Anwalt später geschrieben werden und rückdatiert. Nicht lautet, all diese Spielchen, die heute Standard sind in der Wirtschaft, gibt es nicht mehr, weil es nicht mehr notwendig ist. Wir sind dann in einer Gesellschaft, wo wir einander vertrauen, wo wir einander gegenseitig helfen, wo wir uns unterstützen, immer den nächsten Lernschritt zu machen. Und so schaut das dann am Frontend aus. Ja? Wir haben Flussdiagramme, wir haben sogenannte ereignisorientierte Prozessketten, EPK. Wenn man eine Handvoll Symbole versteht, die hier in der Mitte sind, kann man jede ereignisorientierte Prozesskette lesen. Das sind Standards für Prozessmanagement, die rund über den Erdball in Unternehmen verwendet werden, genau in dieser Form. Wenn man sich da eine halbe Stunde einliest, dann hat man das Vokabular und dann kann jeder Mensch auf der Straße ein Gesetz verstehen, weil es nämlich auf die Art und Weise grafisch dargestellt wird. Auf die Art und Weise wird dann auch darüber abgestimmt, ja? Und das Gesetz wird dann als elektronische Regel gespeichert und nur aus dieser Regel sind dann Verträge ableitbar. Kein Mensch kann dann jemals wieder mit seinem Vertrag gegen ein Gesetz verstoßen, ja? Weil alles aus derselben Datenstruktur kommt und es ist immer transparent und es ist in jedem Zeitpunkt einsehbar. Ja? Ganz einfache Dinge. Was ihr unten seht, in der Mitte ist eine sogenannte Swimlane-Diagramm. Da habt ihr verschiedene Personen, die verschiedene Dinge tun, in Zeilen angeordnet, nebeneinander. Ihr seht genau, wer wann was machen muss, wer an wen eine Arbeit übergibt, wer sie von dem wieder zurückbekommt. Und das Ganze kann sich in Echtzeit ändern. Wenn höhere Gewalt eintritt, dann sind wir wieder im Verhandlungsstatus, dann verhandeln wir die Dinge neu und machen dann beim Prozess wieder weiter, wo wir aufgehört haben. Nicht durch vollständige Information, durch völliges Vertrauen und vollkommene Transparenz haben wir alle die Probleme nicht mehr, die wir heute noch haben mit dicken Vertragswerken. Juristen heute leben ja davon, dass die Gesetze eben nicht verständlich sind. Ein Satz muss mindestens auf 5 Arten interpretierbar sein, weil der Jurist sich ja von irgendwelchen Leuten bezahlen lassen will, dass er ihn auf verschiedene Arten interpretieren kann, nicht? Je nach Interessenslage. Das ist für den Juristen ein tolles Geschäft, das ist für die Bevölkerung und die, die mit den Gesetzen leben müssen, aber eine Zumutung. Ja? Denn diese Schwammigkeit, ja, und diese Vielfalt, die hier dem Juristen fürs Geschäftsmodell in die Hand gelegt wird, ist für die Bevölkerung unerträglich. Denn da ist es dann teilweise besser, wir hätten gar keine Gesetze, als Gesetze, die so ausschauen, dass man sie nach Belieben für Geschäftszwecke eigentlich missbrauchen kann. Das wollen wir nicht. Was ist denn Geld? Konsequent gedacht heute eine Benutzerschnittstelle, ein User Interface. Ich komme ja aus der Software, vom Herzen bin ich immer dort gewesen und kehre jetzt auch von der Tätigkeit wieder dorthin zurück. Das heißt, Benutzerschnittstellen, denken wir an einen Desktop, kann ich immer an den Anwender anpassen, die Farbe, den Bildschirmhintergrund, die Schriftgröße und Schriftart. Geld ist deswegen eine Benutzerschnittstelle, wenn ich etwas von der Gesellschaft will, muss ich dafür Geld zahlen, wenn ich etwas für die Gesellschaft leiste, erhalte ich Geld. Also ist das mein User Interface. Und das kann ich natürlich beliebig einstellen, für jeden Endanwender ganz speziell. Was ich als am Backend habe in der Datenbank, das sind meine knappen Ressourcen. Ja, das hat bei mir noch anders ausgeschaut, aber das ist jetzt die Übersetzung. Am Backend habe ich die wirklich knappen Ressourcen, die physischen Ressourcen, die werden dort indiziert, die werden mit den Verarbeitungsprozessen verbunden. Ja. Wenn irgendeine physische Ressource knapp wird, werden Materialwissenschaftler dafür sorgen, dass die gleiche Funktion von anderen Substanzen geliefert wird, die nicht knapp sind. Ja. Das große Ziel ist die Überwindung der Knappheit in der neuen Gesellschaft und nicht mehr das Erzielen von Gewinnen, und zwar auf globaler Ebene Knappheit überwinden, ganz fair, ja, rund um den Erdball. Und Geld kommt nur noch am Frontend vor. Ja. Für jeden Menschen können wir eine andere Benutzerschnittstelle, wie er leben kann, wie er sich in die Gesellschaft einbringt, konfigurieren. Und das kann er, wenn er will, mit Zahlen machen, die er Geld nennt, und wenn er nicht will, auch ganz anders. Ja? Menschen, die heute ein gewisses Alter erreicht haben, die in der Pension sind oder kurz davor, die immer mit Geld gelebt haben, denen werden wir Geld
an Ihrer Benutzerschnittstelle, auf Ihrem Handy, ja, auf Ihrem Frontend nie wegnehmen. Weil das System, mit dem Sie mit der Gesellschaft kommunizieren, wird an Ihre Sozialversicherungsnummer gekoppelt sein. Ja. Und die werden nach wie vor mit Geld einkaufen, ne? Nur werden sie halt in den Genuss wesentlich stabilerer Preise kommen, ja? Weil es keine Inflation mehr geben wird. Das ist ja auch kein Fehler. Und alle anderen, die ein anderes Gesellschaftssystem haben wollen, wo sie Geld vielleicht gar nicht mehr brauchen, die können das auch einstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist ja nur, dass die tatsächlichen Ressourcen, die Güter und die Dienstleistungen in der richtigen Menge und Qualität für jeden zur Verfügung gestellt werden. Wie das für ihn am Frontend ausschaut, ob er da Zahlen haben will oder nicht, das ist seine persönliche Freiheit. Damit haben wir das erste Mal ein Gesellschaftssystem, das sich an die Menschen anpasst. Und nie wieder ein System, wo wir Menschen an das System anpassen. Das ist der große Fortschritt. Wenn ich die Gesellschaft als Software interpretiere und als Software implementiere, dann ist sie jederzeit änderbar und auf jeden Menschen maßschneiderbar. Und das ist unser Ziel. Ja. Wie kann man in diesem Fall die Bedarfsabdeckung wirklich gewährleisten? Ja, weil es über Mengen geht, über Mengen und Qualitäten. Ja. Wie es am Frontend gespiegelt wird, ob mit Geld und Preisen oder nicht, ja, hängt von der persönlichen Entwicklungsstufe und den Neigungen des Endanwenders ab. Und diese Endanwender werden ja laufend unterstützt werden. Ja, der Plan ist, dass wir so etwas Ähnliches wie Lebenslehrer installieren. Menschen, die viele Funktionen in sich vereinbaren, die zum Beispiel ein Kreditsachbearbeiter, jemand vom AMS, aber gleichzeitig ein psychologischer Berater, ja, ein Partnerschaftsberater, ein Hausarzt, alle diese Funktionen werden in Zukunft Vertrauenspersonen, aber wirkliche Vertrauenspersonen einnehmen, die jeden einzelnen Menschen unterstützen, um sein menschliches Potenzial zu entfalten. Ja? Das ist vielleicht der einzige neue Beruf, den wir wirklich in die Welt bringen wollen. Das sind Menschen, die sich um andere Menschen kümmern. Ja, mit der Zielsetzung, was willst du wirklich tun? Wo liegt deine Begeisterung? Ja, welches Potenzial hast du? Was möchtest du wirklich mit deinem Leben machen? Und wir zeigen dir den Weg dorthin. Und zum Beispiel die Ausbildungsphase ist dann immer gratis für dich. Ja, im Gegenteil, weil das ist ein Investment der Gesellschaft. Wenn du diese Fähigkeit dann hast, ja, dann bist du ja wertvoller für die Gemeinschaft. Und wir wollen das jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Ich will nicht wissen, wie viel das jetzt im Geld kostet pro Monat und Zeiteinheit und was auch immer, ob du dann länger oder kürzer brauchst. Das ist ja alles individuell. Aber wenn du diese Fähigkeiten hast und du bringst sie später wieder in die Gesellschaft ein, dann werden wir einfach an der Schnittstelle von deinem System ein paar Veränderungen machen, damit deine Leistung, die du aus Begeisterung erbringst, hinten im System einen höheren Nutzen für die Gesamtgesellschaft erbringt. Das ist alles. Ja? Erst einmal die große Freiheit für alle Menschen, das zu tun, was ihnen wirklich Freude macht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und aus den Tätigkeiten und den Ergebnissen, die mit Begeisterung geschafft werden, durch intelligente Kombination im System, ja, die Versorgung sicherstellen, dass alle das haben, was sie haben wollen. Und das sind rein technische Probleme. Das sind rein technische Probleme. Das kann man alles. Das sind Abstimmungsprobleme, die man mit Software lösen kann. Jederzeit. Das ist, also wenn zum Beispiel Verschnittprobleme, ne? Man hat sowas in der Schnitttechnik, wenn es geht um irgendwelche Faserplatten, ja, um Holzverbundplatten, wo man irgendwelche Möbelteile ausschneidet. Da gibt es künstliche Intelligenzprogramme seit Jahrzehnten, die den Verschnitt so optimieren, dass der Verschnitt der Abfall minimiert wird. Ne? Und wir haben im Prinzip hier genau die gleiche Problemlage. Wir haben bestimmte Kompetenzen, Fähigkeiten, Begeisterung, Menschen wollen irgendetwas tun. Und auf der anderen Seite haben wir Güter und Dienstleistungen, die wir einfach benötigen, ja, was die Menschen auch haben wollen. Und wie kombinieren wir jetzt die Fähigkeiten und die Ressourcen, dass das rauskommt, was wir haben wollen? Das ist ein rein logisches, mathematisches Problem. Da kommt ein Algorithmus zum Einsatz, der stellt das auf immer sicher fertig aus. Da brauchen wir weder Zwang noch fixe Regeln. Da brauchen wir noch eine bestimmte Schulzeit für die Ausbildung, noch Lehrpläne, noch diesen ganzen dogmatischen Unsinn brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir kooperieren und die besten Ideen weitergeben. Ja, dann funktioniert es. Ja. Wie will man das praktisch umsetzen, zum Beispiel Metropolen, die mit mehreren Millionen Menschen, die sehr üblich sind in Großstädten, dass die Ernährung funktioniert? Ja, die funktioniert ja heute auch. Ja, das ist ja kein Problem. Solange die Menschen an Zahlen glauben, wird es auch bei uns Zahlen geben. Nicht davon, dass wir an Zahlen glauben, sondern wie will man es umsetzen ohne? Indem man im ersten Schritt parallel zum bestehenden Geldsystem ein realwirtschaftliches Informationssystem implementiert, wo die wirklichen Kapazitäten, die Mengen und die Qualitäten verzeichnet werden. Das ist nämlich das, was in Zukunft sozusagen das Backbone vom System sein wird. Heute läuft ja alles über Geld.
Alles wird in Geld bewertet, alles wird als Geld dargestellt. Ja? Und von diesem Geld sind wir dann, und vor allem auch in den Zeiteinheiten, sehr abhängig. Nicht, wenn wir in Zahlungsverzug kommen, ein paar Wochen oder so, dann ist das oft das Aus für ein Unternehmen. Ja? Und das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Davon spreche ich gar nicht. Ich habe Kartoffeln, die müssen irgendwann mal vom Acker irgendwo in die Großstadt kommen für 1 Million Leute. Wie händle ich das? Ja, wie händle ich es denn heute? Ich händle es dann genauso. Ja, die gleichen Bauern, ja, bauen die gleichen Kartoffeln an, in den gleichen Läden werden sie dann vertrieben. Es wird genauso funktionieren wie heute. Weil wenn jemand diese Erfahrung hat, dass er diese Kartoffeln anbaut, dann werden wir davon natürlich profitieren. Wenn dieser Bauer sagt, er will jetzt nicht mehr Bauer sein, dann werden wir Leute fragen, wer will statt ihm Bauer sein. Auch kein Problem. Ja? Und wenn gar niemand sich mehr findet, der Bauer sein will, dann werden wir schauen, ob wir diese Funktion des Bauers durch einen Roboter ersetzen können. Ja? Das ist denn vertrieben. Wie vertrieben? Kartoffeln werden durch den Bauern vertrieben und der Supermarkt vertreibt. Ja. Der kriegt das direkt, der kriegt das gesagt von seiner Datenbank. Der braucht nicht mehr. Der Bauer muss nicht mehr mit einem Supermarkt verhandeln. Nicht? Braucht er nicht mehr. Der kriegt die Preise direkt aus der Datenbank der Gesellschaft. Die Gesellschaft sagt, welchen Lebensstandard will dieser Bauer haben, was ist an Ressourcen da, das geben wir ihm in Gutscheinform unmittelbar für seine Tätigkeit. Vielleicht geht sie sogar mehr aus, als er heute hat, ziemlich sicher, weil der Händler dazwischen will ja einen Gewinn haben, den wir in Zukunft nicht mehr brauchen. Ja? Und er kriegt daher einen stabilen Preis. Der Bauer mit einem besseren Lebensstandard, als er heute hat, braucht nicht mehr kämpfen gegen andere, muss nicht sagen, ich muss jetzt billiger produzieren, weil ein Konkurrent, weiß ich nicht, in Spanien oder sonst wo, ja, das vielleicht billiger herstellt in der größeren Masse, das wird es alles nicht mehr geben, ja, diesen Kampf gibt es nicht mehr. Und er kriegt die Kaufkraft, also das Geld, die Gutscheine, wie man das ausschaut, direkt aus der demokratischen Datenbank. Das sind nicht mehr diese dualen Beziehungen, die wir vorher hatten, genau das ist es ja. Nicht, sondern wir gehen direkt in die Gesellschaft hinein. Weil in der Gesellschaft ist die Datenbank über die gesamten Ressourcen. Und dort können wir auch am einfachsten die Kapazitäten abstimmen, der echte Bedarf. Der echte Bedarf muss ja in Qualität gemessen werden, was heute nicht passiert. Heute wird keine Qualität gemessen, es werden irgendwelche merkwürdigen Symbole vergeben und es werden Preise hochgetrieben. Nicht, weil das, was wir heute als Gütesiegel kennen oder irgendwie, ist ja meistens belanglos. Das sind ja alles nur Werbeaktionen. Die wirkliche Qualität der Nahrungsmittel schaut ja anders aus. Das wäre zum Beispiel eher eine vegane Ernährung, nicht, dass wir alle ein bisschen vom Fleisch wegkommen und von solchen Dingen. Das wäre ja zentral. Ich habe gestern nämlich unter anderem wieder mit dem Helmut Matzner gesprochen. Nicht? Die gesunde Ernährung. Ich bin selber bei der praktischen Anwendung auch noch sehr weit hinten, ja, wie man an meinem Bäuchlein sieht, aber ich fange jetzt an. Ja. Also ich will ganz kurz erklären, wie das ziemlich funktioniert. Also, ich weiß nicht, ob Sie Open Source kennen, Open Source Software. Also, es wird alles global entwickelt. Ja? Und man kann so Special Interest Gruppen joinen, die das machen, was einem gefällt. Da wird es keine Länder mehr geben und Staaten, sondern die Gesellschaft wird in Communities aufgelöst werden. Also es wird von Community zu Community, von Stadt zu Stadt entschieden, wie eben die ganzen Sachen, die global entwickelt werden, wie man etwas macht, wie sie dann lokal angewendet werden. Und in diesen lokalen Städten, ja, gibt es dann eine direkte Demokratie, wo entschieden wird, wie man das, was man global her runterholen kann, das Wissen, wie man das anwendet. Das heißt, man wird nicht hergehen, Kartoffeln von Tirol nach Wien liefern, sondern es wird alles global wird das implementiert werden. Jede Community ist dann für sich selber, für die Menschen verantwortlich, dass sie ja alle genügend zu essen haben, gesundes Wasser haben und alles, was immer die Menschen brauchen, dass sie dort lokal verwirklicht. Ja. Wir haben ja heute das Problem, nicht, dass zum Beispiel Spediteure davon profitieren, dass man Waren oder Rohstoffe ziemlich sinnloserweise sehr weit transportiert. Ja? Und das wird dann in diesem System einfach nicht mehr so sein, wenn man erst einmal schaut, was habe ich in der Nähe, was habe ich im Lokal und was ich lokal habe, nehme ich natürlich vorzugsweise aus der Nähe, wenn ich sozusagen global abrechne meine Ressourcen und nicht bezogen auf ein Unternehmen oder eine Region.
Für ein Unternehmen, wenn das einen Gewinn maximieren will, macht es Sinn, sich aus global ökonomischer Sicht kontraproduktiv zu verhalten. Das heißt, mehr Energie zu verschwenden, ja, mehr die Umwelt zu belasten, sinnlose Tätigkeiten zu bringen. Warum? Weil ich eine Gegenleistung erhalte aus dem restlichen System. Aber eben nur diese finanzielle Gegenleistung, nicht? Und auf die kommt es uns heute an. Wenn ich aber global abrechne, und ich rechne nicht mit diesen symbolischen Gegenleistungen, sondern in echten Ressourcen, nämlich was wird vernichtet in der Ökologie, welche Rohstoffe werden sinnlos verheizt, ja, also zum Beispiel Benzin, diese Dinge, welche sinnlose Arbeitszeit fällt an, ja, also vor allem meine Chauffeure, wenn man an Speditionen denkt, das ist ja menschenverachtend, ja, mit Lkw-Fahrern oft umgegangen wird und so, das ist eine Katastrophe. Ja. Und das können wir uns dann erlauben. Aber warum können wir es uns dann erlauben? Weil wir in der Kooperation leben. In der Konkurrenz ist es nicht möglich. Das ist wirklich der absolut springende Punkt. Wir müssen erkennen, dass wir in der großen Masse aus dem System aussteigen müssen. Es bringt uns nichts, wenn das jetzt ein, zwei kleine Gemeinden machen oder irgendwie mit diesen Regio-Scheinen und so. Das ist eine tolle Übung. Das ist eine Übung, das Geldsystem zu verstehen. Das ist eine Übung, um als Netzwerk zusammenzuwachsen. Das ist alles gut, sinnvoll, wichtig. Unterstütze ich gern und auch von Herzen. Da hängt viel Herzblut drinnen und sind alles tolle Ideen. Aber der große Sprung in das neue Gesellschaftssystem wird kommen, wenn wir eben uns als soziales Netz, als globales soziales Netz organisieren, wo wir wirklich eine ganze Supply Chain vom Rohstoff bis zum Letztverbraucher auf einmal in dieses Netzwerk hineinziehen können. Das ist dann der große qualitative Unterschied, denn dann hat auch die sogenannte große Politik keine Chance mehr dagegen. Weil dann sehen diese Politiker, dass wir sie nicht mehr brauchen. Und es sehen auch die Unternehmenseigentümer und die großen Aktionäre, dass wir sie nicht mehr brauchen. Nicht? Denn wenn die Unternehmensmitarbeiter einfach sagen, wir verweigern unsere Tätigkeit. Es hat einen klassischen Fall gegeben von einer Marketingfirma, das war, glaube ich, in England, in der Literatur ist das beschrieben, ein Buch, das ich jetzt unlängst gelesen habe, und die sollte verkauft werden. Da hat es eine Unternehmensübernahme gegeben. Und die Mitarbeiter in dieser Marketingagentur haben etwas ganz Geniales gemacht. Sie haben gesagt, sie machen eine Unternehmensbewertung. Ja, also ein Investmentbanker soll das Unternehmen bewerten, und zwar einmal, wenn sie einfach ihre Jobs behalten, was das Unternehmen jetzt wert wäre, also einfach ein Kaufpreis für das normal fortgeführte Unternehmen, und ein anderes Mal, was ist das Unternehmen wert, wenn sämtliche Mitarbeiter kündigen. Ja, das gesamte Know-how, das ganze Kundenwissen, ja, die guten Kontakte zu den Kunden, das ist dann alles weg. Was ist es dann wert? Ja? Und diesen Differenzbetrag, haben sie gesagt, der gehört jetzt aber dann eigentlich uns. Für das lassen wir jetzt neue Aktien herausgeben. Ja? Auf das ist unser Kapital. Ja? Das ist das Human Capital. Und das gehört uns. Und so haben sie die Mehrheit übernommen in diesem Unternehmen. Und das hängt jetzt, ja, im Foyer hängt ein entsprechender Spruch drüber. Ja? Foyer, was eigentlich das Kapital des Unternehmens ist. Das sind die Fähigkeiten und das Wissen der Mitarbeiter. Ganz einfach, wir können im bestehenden System solche Dinge auch schon spielen. Spricht nichts dagegen, ist ganz einfach. Also, es ist wirklich, diese Dinge sind schon gemacht worden, die sind erprobt. Ja, und das ist ganz klar, dass es jetzt nur noch ein paar Monate dauern wird, bis das flächendeckend kommt. Und dann sind wir offensichtlich im neuen System. Nicht? Geheim, so in den Hintertüren sind wir eh schon unterwegs dorthin und immer mehr Leute schließen sich da an. Das ist teilweise wirklich erstaunlich, auch aus der Unternehmensebene, nicht? Also ehemalige CEOs und sonst wie, die uns da jetzt unterstützen und sagen, ja, macht's schnell und wir helfen und so weiter, das ist wirklich witzig. Also die Leute, die eigentlich aus dem System draußen sind, sei es, dass sie in Pension sind oder dass sie einfach kündigen. Es gibt auch sehr viele, gerade auch bei Banken, nicht? Die hat man jetzt gesehen, nicht? Wie viele Bankvorstände da jetzt wieder zurückgetreten sind, wenn ihr das mitverfolgt habt. Das hat ja einen Grund. Ne? Es ist ja nicht so, dass die sagen, jetzt ist das Wetter so schön, jetzt machen wir alle Urlaub. Ne? Nein, die Probleme des Systems sind von den meisten Menschen schon wirklich verstanden worden. Es ist nur die Frage, wann die einzelnen Individuen sich dazu entschließen, auch wirklich Handlungen zu setzen. Bei manchen passiert das früher, bei anderen dauert es ein bisschen länger. Aber jeder Einzelne und jede Einzelne, die uns da jetzt unterstützt, ist ein unglaublicher Gewinn und herzlich willkommen. Und wir werden halt immer mehr. Und wir sagen das auch immer offener. Und wir gestalten einfach um. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da mitzumachen. Ich habe noch so eine Frage. Es gibt ja Gruppen von Menschen, Regierungen und so weiter, die irgendwo die Macht haben, das Geld jetzt momentan. Und wie kommen wir an die breite Masse? Also die kontrollieren auch die Medien und die Menschen schauen fern und so weiter. Und an die gelangt man einfach nicht. Naja, man gelangt an die heute insbesondere über das Internet.
Also vor allem Internet, Fernsehen. Die meisten neuen Fernseher haben ja schon Internetempfang eingebaut. Das ist wirklich ein Segen. Ja? Sofort alle alten Fernseher ersetzen durch internetfernfähige. Und dann sollen sie sich halt auf YouTube mich anschauen, ja, und den Andreas Bob und andere, und sollen halt die Mainstream-Kanäle canceln. Ne? Die braucht man dann nicht mehr. Die müssen dazu aufgrund der Gesetze dann auch bezahlen, wenn wir sie nicht empfangen können, was ja besonders lustig ist. Ne? Also das ist ja genial. Entlarvend ist das, ja, vollkommen entlarvend. Aber wenn die Leute dann nur noch Internet-TV sehen, dann sind sie ja sowieso alle am richtigen Informationskanal. Und dort, durch die interaktiven Möglichkeiten des Fernsehens, können wir sie im Wohnzimmer auch gleich in Demokratie einladen. Das ist dann spannend. Ja? Dann sagen wir, jetzt nehmt ihr eure Fernbedienung, jetzt stimmen wir gleich einmal ab. Na, also ihr seht, es ist ja, eigentlich, man braucht nicht mehr viel Fantasie, um zu sehen, wie es weitergeht. Nicht? Wie gesagt, und an diesen Dingen arbeiten wir momentan alle genau, auch an Set-Top-Boxen schon dafür und so. Also, das ist alles nur noch so kurz entfernt, das ist schon sehr lustig. Ja, also in der Zukunft haben wir die digitale Basisdemokratie der gebildeten Bevölkerung. Die Legislative macht kurze, für alle verständliche Gesetze mit grafischer Darstellung. In der Bildung steht an erster Stelle das, was ich Herzensbildung nenne. Und das ist emotionale und soziale Kompetenz für wirkliche Fähigkeiten. Warum? Als erstes muss ich lernen, mit meinen Gefühlen und den Gefühlen anderer Menschen richtig umzugehen. Das ist extrem wichtig. Wenn ich mit meinen eigenen Gefühlen nicht umgehen kann, bin ich immer manipulierbar. Denn dann lebe ich in der Angst vor meinen eigenen Gefühlen. Sucht zum Beispiel. Ja? Sucht ist ein Klassiker. Wenn man andere in die Sucht treibt, sind sie manipulierbar. Deswegen explodiert ja die Sucht. Ne? Weil das ist genau der Hebel wieder für die Manipulation. Und die soziale Kompetenz bedeutet, dass ich mit anderen Menschen auf Augenhöhe kommunizieren kann, indem ich ihre Anliegen genauso wichtig nehme wie meine eigenen Anliegen. Und das ist vielleicht der wirkliche Paradigmenwechsel. In Zukunft müssen wir, wenn wir in den Dialog einsteigen, immer bereit sein, unseren eigenen Standpunkt zu verändern. Ganz, ganz wichtig und ist vielleicht eine ganz neue Art zu denken. Denn wenn ich einen Dialog beginne, ohne diese Bereitschaft, meinen eigenen Standpunkt zu verändern, dann ist es so gut, als hätte ich den Dialog gar nicht begonnen. Weil dann habe ich keine andere Chance, als die anderen entweder zu überwältigen durch Macht oder zu überreden durch Manipulation. Und das sind beides keine wirklich fairen Kommunikationsstrategien. Ja? Ich muss meinen Standpunkt selbst verändern können. Das ist der ganz wesentliche Punkt. Dialogfähigkeit heißt, den eigenen Standpunkt zur Disposition stellen. Ja, aufgeben können, einen anderen beziehen. Weil nur dann hat man ja auch einen Lernschritt bewältigt, um Gottes Willen. Ich möchte mich doch weiterentwickeln, möchte mich doch nicht einzementieren, ein Leben lang und auf ein paar, also immer nur auf Rückzugsgefechte einlassen, wo ich sage, das ist mir ein heiliger Standpunkt, den kann ich nicht aufgeben, weil da hängt womöglich meine Identität dran. Das ist schädlich. Ne? Gesundheit bedeutet Selbstverantwortung. Wir bestehen konzeptionell aus Seele, Geist und Körper. Und der Geist ist, der den Körper baut. Für den Begriff Geist können wir heute etwas moderner den Begriff Information einsetzen. Die Informationssammlung einer kompletten Biografie oder aus einer anderen Sichtweise einer Inkarnation. Ja? Eine Person als Inkarnation begriffen ist nichts anderes als eine Sammlung von Datensätzen. Zeitgestempelte Datensätze. Und wenn wir einmal sterben, dann geben wir nicht nur den physischen Körper zurück, sondern dann trennt sich das Bewusstsein auch von dieser Datensammlung. Mehr ist nicht passiert. Auf die Daten kann man in späteren Inkarnationen zurückgreifen, weil die wahrscheinlich in einem Hintergrundfeld des Planeten gespeichert sind. Die sind abrufbar. Es gibt ja diese Hypnosesitzungen, ja, Reinkarnationssitzungen und so. Ja. Da hat man Modelle, da hat man Denkmodelle dafür, wie man sich das erklären kann. Also nehmt eure persönliche Inkarnation, eure Identität nicht so lächerlich ernst. Es sind nur ein paar Datensätze. Mehr ist das nicht. Okay? Es sind Datensätze. Euer ganzes Leben ist nichts anderes als eine Aufzeichnung von Datensätzen. Wenn ihr das einmal so seht, fällt es euch auch viel leichter, im richtigen Moment loslassen zu können. Auch ein wichtiger Punkt. Und die Schwarmintelligenz bedeutet, dass die Betroffenen entscheiden.
Es gibt einen amerikanischen Statistikprofessor, der seit Jahren ein Experiment im Hörsaal macht. Erste Stunde, ein riesengroßes Glasgefäß gefüllt mit Kugeln. Jeder Student, jede Studentin muss eine Zahl auf einen Zettel schreiben und schätzen, wie viele Kugeln in diesem Gefäß sind. Der Professor selber schätzt auch, er weiß es nicht, aber er macht jedes Semester dieses Experiment, ist daher der Experte. Und dann schreibt er seine Zahl an die Tafel und bildet aus den Schätzungen der Studierenden einen Durchschnitt. Und jedes Mal ist die Durchschnittsschätzung der Studierenden näher am Ergebnis als die des einsamen Experten. Und was sagt uns das? Was sagt uns das? Dass die Schwarmintelligenz den Leistungen der Einzelhirne überlegen ist. Und das müssen wir uns zunutze machen. Aber dazu brauchen wir die Infrastruktur und die psychologischen Fähigkeiten der Kooperation in der Bevölkerung. Wenn wir das haben, nutzen wir die Schwarmintelligenz, und das wird uns in eine Gesellschaft führen und technologische Innovation und Fortschritte ermöglichen, wo wir in wenigen Wochen den gleichen Fortschritt machen werden wie in Jahrhunderten, ja, in der Vergangenheit. Das wird ein Quantensprung werden für diese Zivilisation. Und wir werden uns alle noch sehr anschnallen müssen, dass wir da dann geistig mitkommen, was daran passiert. Ja? Aber es wird eine spannende Zeit. Und jedes Wesen für unsere Kommunikationsprozesse wichtig ist ein Lernprozess. Ein manifestierter Lernprozess. Nichts anderes. Und wenn mich Leute angreifen, auch in Diskussionen, also wenn ich attackiert werde und ähnliches, dann sehe ich, weil ich ein Leben lang Lehrer war, Hochschullehrer, eigentlich nichts anderes als einen Lernprozess in diesem Menschen, der mich da angreifen will. Und ich versuche dann, diesem Individuum den Lernschritt auf die individuell nächste Lernstufe zu erleichtern. Ich überlege mir, was ist jetzt dein Problem, ja, wie kann ich das so darstellen, dass du den nächsten Lernschritt schaffst. Und das ist unglaublich schön. Auf diese Art und Weise gibt es nämlich keine Feindschaft. Feindschaft existiert überhaupt nicht, wenn man verstanden hat, dass wir alle immer nur hier in Lernschritten unterwegs sind. Und wenn wir so kommunizieren, dass wir uns gegenseitig helfen, über die nächste Lernstufe zu erreichen, dann sind wir eindeutig in einer Win-Win-Situation. Weil dann gibt es nie wieder ein Gegeneinanderarbeiten, sondern nur noch ein Miteinanderarbeiten. Fähigkeiten, die ich habe, bin ich gut beraten, so zu vermitteln, dass sie möglichst schnell, möglichst viele andere Menschen auch haben. Warum? Weil ich dann mit diesen Fähigkeiten nicht mehr alleine arbeiten muss. Das machen dann unter Umständen Tausende. Damit bin ich entlastet und kann mich selber weiterentwickeln. Und das ist ja von Vorteil. Ja? Und wenn wir alle so denken, dass wir Wissen und Fähigkeiten, die wir haben, möglichst schnell auch den anderen beibringen, damit wir selber entlastet sind und uns weiterentwickeln können, dann beginnt der Turbolader der Gesellschaft zu zünden. Ja? Dann entwickeln wir uns auf eine Geschwindigkeit hinauf, ja, auf unseren in unseren Lernprozessen, die wir sonst nie erreichen könnten. Also, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Das macht ja Spaß, Herausforderungen zu bewältigen. Und es gibt auch kein Versagen, es gibt immer nur Feedback. Es gibt immer nur Feedback, habe ich das erreicht, was ich wollte? Habe ich mehr erreicht? Habe ich weniger erreicht? Wie mache ich es das nächste Mal besser? Mit dieser Sichtweise können wir nur immer besser werden. Empathie, also das sich hineinfühlen in den Partner, ist in der Kommunikation immer erfolgreicher als Zwang. Zwang wird sehr schnell erkannt und dann wird abgeschaltet. Dann ist die Kommunikation beendet. Nicht Sprachmuster, die Zwang vermitteln, beenden jede Form von sinnvoller Kommunikation. Das schönste Vertrauen, und Vertrauen ist wichtig jetzt in der neuen Gesellschaft, herrscht zwischen Schülern und Lehrern. Ja. Wenn ein Lehrer seine Berufung wirklich ernst nimmt und richtig verstanden hat, Wissen weiterzugeben, dann weiß er auch, dass er selber sich am besten belohnt, mit Schülern, von denen er später selbst etwas lernen kann. Ja? Dieser Dialog, dieses Geben und Nehmen zwischen Schülern und Lehrern, sodass irgendwann einmal ein Schüler zum Lehrer des Lehrers wird, ja? Das ist das Ziel. Und die einzige Macht, die wir in Zukunft anerkennen werden, in diesem Kommunikationsprozess, weil es geht um nichts anderes, ist dann die Liebe. Und auch dieses Wort müssen wir in den Mund nehmen und aussprechen können. Ja? Ohne rot zu werden, ohne uns in die Ecke stellen zu lassen. Ja? Denn damit hat man Schindluder getrieben. Das ist der wichtigste Begriff überhaupt. Denn es ist der Grundbaustein der offenen Kommunikation. Offene Kommunikation, völlig offene, empathische Kommunikation, setzt das voraus. Ich muss ehrlich sagen, was ich wirklich will. Wer macht denn das im alten System?
Wer legt seine wirklichen Absichten offen? Das machen die Menschen heute deshalb nicht, weil sie dann sofort verletzbar sind. Jeder, der sagt, was er wirklich will, der ist angreifbar. Naja, riskieren wir das? Lassen wir uns angreifen? Lassen wir uns verletzen? Ja, wir müssen das. Weil erst durch eine solche Verletzung und den Beweis, dass wir dann nicht zurückschlagen, entsteht Vertrauen. Okay? Also der erste Angriff, der erfolgt, wird nie wieder durch einen Angriff erwidert, sondern durch das gleiche Angebot, sich wieder verletzen zu lassen. Weil nur so zeigen wir zwei Dinge. Erstens, dass es uns um Vertrauen geht. Und zweitens, dass wir sowieso so stark sind, dass uns die Angriffe gar nichts ausmachen können. Die gehen nämlich ins Leere. Die treffen nur unseren physischen Körper. Die bringen vielleicht die Datensätze des Geistes ein bisschen in Unordnung. Aber das Bewusstsein ist davon völlig unbeeindruckt. Ja? So muss man das verstehen, wenn dich jemand auf eine Wange schlägt, halte auch die andere hin. Ja? Das ist die wirkliche Botschaft dahinter. Es ist uns vollkommen egal, wer uns angreift und warum. Auf dieses Niveau begeben wir uns nicht. Es geht uns um vertrauensvolle, offene Kommunikation. Denn das ist die wirkliche Macht. Die wirkliche Macht besteht genau in dieser offenen Kommunikation. Die zieht die Menschen an, weil sie das erste Mal etwas erfahren von anderen Menschen, was sie bisher noch nie erfahren haben. Die Wahrheit. Danke.